Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrter Pater Heggenberger, meine Damen und Herren, wie Pater Heggenberger bereits gesagt hat, ich bin Naturwissenschaftler und es ist wichtig, dass Sie das wissen, in Hinsicht auf den Vortrag, dessen Titel ja heißt Evolution, Naturwissenschaft und Glaube. Ich nehme an, er ist so angekündigt worden mit diesem Titel, ja. Es ist nun so, dass die beiden Begriffe am Anfang und Schluss des Titels, eben Evolution und Glaube, dass es bei diesen beiden Begriffen jedes Mal um Glauben handelt. Bei der Evolution um Glaube an die Wissenschaft. Und beim Glaube eben um den Glauben an Gott. Also zwei verschiedene Glauben. Wobei zu sagen ist, dass es einen viel stärkeren Glauben braucht, um an die Wissenschaft zu glauben, als um an Gott zu glauben. Also jene, die wissenschaftsgläubig sind, die haben einen starken Glauben. Leider glauben sie an das Falsche. Braucht viel weniger Glaube, um an Gott zu glauben. Es weist das darauf hin, dass kein Mensch ohne Glaube auskommen kann. Der Glaube ist die stärkste Kraft des menschlichen Geistes, die es gibt. Auch der Atheist glaubt. Er glaubt, dass er nicht an Gott glaubt. Er kann seinen Unglauben, der eben auch ein Glaube ist, so wenig wissenschaftlich beweisen, wie wir unseren Glauben an Gott wissenschaftlich beweisen können. Eben deshalb geht es nicht mit Wissen, weil der Glaube eine stärkere, höhere geistige Kraft ist als das Wissen. Man kann viel mehr glauben als wissen. Und Kardinal Döpfner hat einmal gesagt, es ist kaum zu glauben, was man alles glauben muss, wenn man ungläubig ist. Also wenn man nicht an Gott glaubt, was die alles glauben, ist ja tatsächlich schier unglaublich. Wenn die Kirche verlangen würde, was da verschiedene Sekten verlangen, dass ihre Anhänger glauben, dann würde man also der Kirche schwere Vorwürfe machen. Man kann eben viel mehr glauben als wissen. Wenn man nun an die Wissenschaft glaubt, dann entwissenschaftlicht man die Wissenschaft, weil man in der Wissenschaft wissen und nicht glauben soll. Wer an die Wissenschaft glaubt, entwissenschaftlicht die Wissenschaft zu einer Ideologie. Man kann eine Ideologie definieren als einen Religionsersatz mit dem Anspruch auf wissenschaftliche Beweisbarkeit. Also eigentlich ein Widerspruch in sich, denn wenn es wissenschaftlich beweisbar ist, dann braucht man ja nicht zu glauben. Dieser Widerspruch taucht allerdings in unserem Milieu immer wieder auf, indem man so hören kann, dass jemand sagt, ich glaube nur, was man beweisen kann. Wenn man es beweisen kann, braucht man es ja auch nicht zu glauben. Nun, was der Glaube an Gott anbelangt, da wollen wir dann gegen das Ende des Vortrages Ihnen etwas sagen. Zuerst zu dem, wo ich ja Fachmann bin, die Naturwissenschaft. Was ist die moderne Naturwissenschaft? Was ist Chemie? Was ist Physik? Schauen Sie, es mag erstaunen, dass das eine Frage ist, die am allerwenigsten von einem Chemiker und von einem Physiker heute beantwortet werden kann. Und zwar wird die Antwort umso schwieriger sein für einen Chemiker und Physiker, was ist Chemie, was ist Physik, je erfolgreicher er heute ist. Am allerwenigsten werden es die Nobelpreisträger für Chemie und Physik sagen können, was Chemie und was Physik sind. Ich betone heute. Das hängt nun direkt mit der Antwort zusammen. Man könnte die moderne Naturwissenschaft
definieren als ein auf das bloße Wie der Dinge eingeengte, eingeschränkte Fragen. In der modernen Naturwissenschaft wird bloß nach dem Wie der Dinge gefragt. Und das Was ist weitgehend ausgeklammert. Oder man könnte auch sagen, es wird ausschließlich nach den Quantitäten, nach den Messbarkeiten, nach den Berechenbarkeiten gefragt. Und nicht nach den Qualitäten, nach den Wesenheiten der Dinge. Es ist ein auf das Messbare, Berechenbare, eingeschränkte Forschen. Das darf man. Und es gibt hier unendlich vieles zu messen und zu berechnen. Also man kann ruhig sagen, das wird kein Ende nehmen, weil es viele Berechenbarkeiten und Messbarkeiten gibt. Und man darf messen und man darf berechnen. Man darf also auf diese Art und Weise moderne Naturwissenschaft betreiben, wie es heute gemacht wird. Nur etwas darf man nicht. Man darf nicht behaupten, mit dieser Art von Forschung sei die Welt erfassbar. Es sei letztlich alles mess- und berechenbar. Und das behaupten die Materialisten, in dem ein Hauptglaubenssatz des Materialismus, zum Beispiel des dialektischen Materialismus, weitgehend begründet von Marx, Engels, Lenin, Stalin und so weiter, die behaupten, die Qualitäten seien nichts anderes als eine Summe von Quantitäten, von Messbarkeiten, Berechenbarkeiten. Das ist absolut nicht beweisbar. Ich würde meinen, das Gegenteil ist beweisbar, dass die Qualitäten eben nicht messbar sind, nicht berechenbar sind. Oder anders ausgedrückt, das Was der Dinge kann mit dem Wie der Dinge nicht erfasst werden. Die Qualitäten können mit den Quantitäten nicht erfasst werden, aber entscheidend sind ja die Qualitäten. Es ist ja entscheidend, ob ich einen Stein habe oder Brot. Und jeder wird auch zugeben, dass es ganz entscheidend ist, ob er Blei oder Gold hat und so weiter. Oder ob er Schwefelsäure oder Wasser hat, wenn er Durst hat zum Beispiel. Also entscheidend sind die Qualitäten. Was jetzt nicht heißen will, dass die Quantitäten keine Rolle spielen. Ganz sicher spielt auch eine Rolle, wenn ich nur einen Tropfen Wasser habe und am Verdursten bin, ist das also eine missliche Angelegenheit. Aber die Behauptung, die Qualitäten seien nichts anderes als eine Summe von Quantitäten, ist Glaube an die Wissenschaft statt Wissenschaft, also Ideologie. Und das darf man nicht machen. Das geht nicht. Dann ist es eben schon nicht mehr Wissenschaft, sondern Glaube an die Wissenschaft, Ideologisierung der Wissenschaft. Und heute heißt das Materialismus, eben zu behaupten, die Materie sei das Ursprüngliche und der Geist, die Seele sei eine Folge der Materie, eine Folge der Materie, Struktur, Gehirn zum Beispiel. Das ist Materialismus. Wenn ich also jetzt kurz und so etwas prägnant das Wesen der modernen Naturwissenschaft definiert habe, so ist das wohl sehr prägnant und treffend, aber natürlich könnte man noch vieles dazu sagen, aber es ist des Pudels Kern, die Quintessenz, wie man dem sagt. Ein auf das bloße Wie der Dinge eingeengte Fragen, es wird bloß nach den Messbarkeiten, es wird bloß nach den Berechenbarkeiten gefragt. Noch einmal, ist in Ordnung, aber nicht in Ordnung ist, wenn man behauptet, alles sei mess- und berechenbar, eben mit dieser Art von Naturforschung, wie wir sie heute betreiben, sei die Welt insgesamt erfassbar. Wenn wir das behaupten, dann entartet die Wissenschaft zur Ideologie des Materialismus. Und der Materialismus hat der menschlichen Gesellschaft gewaltigen Schaden zugefügt. Zum Beispiel in der Form des dialektischen Materialismus in den kommunistischen Staaten, aber auch bei uns als kapitalistischer Materialismus auch großen Schaden zugefügt. Eben weil dann behauptet wird, Geist und Seele seien ein Produkt der Materie, nämlich des menschlichen Gehirns.
Wenn das stimmt, dann wird's gefährlich. Denn wenn das stimmt, dann heißt das Tod gleich Ende. Wenn ja der Geist, die Seele, ein Produkt des Gehirns ist, dann muss ja die Seele verschwinden, wenn das Gehirn verschwindet. Tod gleich Ende. Das ist die Quintessenz des Materialismus. Das ist die schreckliche Situation im Kommunismus, im Marxismus, aber auch bei uns im kapitalistischen Materialismus, wo viele meinen, Tod gleich Ende. Denn diese Ansicht führt dazu, dass keine Kultur mehr möglich ist. Wir können sehen, alle Kulturen, nicht nur die christliche oder jüdische und andere Kulturen von anderen Religionen, dass alle Kulturen den Tod nicht als ein Ende betrachtet haben. In verschiedenen Formen ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Anbeginn, ein Übergang. Bei uns im christlichen Glaube ist der Tod das Tor zum ewigen Leben. Also eine Kultur ist nicht möglich, das kann man zeigen. Die Kulturgeschichte der Menschheit zeigt das. In unserer Zeit, wo wir meinen, Tod gleich Ende, weil der Geist eben als ein Produkt der Materie proklamiert wird, gibt es keine Kultur, bloß eine Zivilisation. Eine kulturlose Zivilisation oder anders ausgedrückt, eine gottlose Zivilisation, und das kann keine Kultur sein. Kultur ist nur möglich mit dem Glauben an die Existenz einer geistigen Welt. Christliche Kultur ist nur möglich mit dem Glauben an Jesus Christus, an den Glauben, der ja von unserer heiligen katholischen Kirche eben zum Ausdruck gebracht wird. Nur dann ist christliche Kultur möglich. Wenn der Materialismus herrscht, dann herrscht die Maschine. Herrschaft der Maschine und die Staatsform der Herrschaft der Maschine, das ist die Technokratie. Und das ist eigentlich eine der grausamsten Diktaturen, die es gibt. Denn die Maschine ist absolut seelenlos, sie ist unfrei. Ein Mechanismus kann niemals frei sein. Der menschliche Geist ist eben frei. Er hat die Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Wenn er sich gegen Gott entscheidet, ist er in der Sünde und dann schon nicht mehr frei. Er ist in der Gefangenschaft des eigenen Ich, im engsten Gefängnis, das es gibt, im Gefängnis des Egoismus, in jener Freiheit, die meint, sie könne tun, was sie wolle. Das ist eben nicht Freiheit, sondern das ist Rücksichtslosigkeit. Der Dichter Gottfried Keller hat richtig gesagt, wenn das Freiheit ist, dass jeder tue nach seiner Lust, dann sind die Säu ein freies Volk in ihrem Wust. Hedonismus ist unsere Gesellschaft, wo jeder tut, was ihm passt, was ihm beliebt. Und Sie sehen, es wird immer hässlicher und hässlicher. Der heilige Augustinus sagt deshalb ganz richtig, nur dort, wo Gott allein gebietet, sind wir ganz frei. Gehorsam ist die große Freiheit, gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Wenn Tod gleich Ende ist, dann gibt es keine 10 Gebote Gottes mehr. Dann gibt es nur noch ein Gebot. Und dieses Gebot heißt, lass dich nicht erwischen bis zum Tod. Dann bist du fein raus. Das ist das Gebot der Materialisten. Lass dich nicht erwischen. Und Sie sehen, was geschieht. Die Wirtschaftskriminalität steigt ja exponentiell an. Jeder glaubt, wenn ich nur nicht erwischt werde bis zum Tod, dann bin ich fein raus. Und dann ist nicht mehr wie im Christentum der Liebesfähigste der Beste, sondern dann ist der Schlauste der Beste. Und werden wir nicht immer mehr eine Gesellschaft von Schlauen und Superschlauen? Eben die da versuchen, sich durchzuschlängeln und hoffen, sie werden bei ihren
sagen wir einmal, Taten, eigentlich eben Sünden, nicht erwischt, Tod gleich Ende. Ganz allerdings glaubt's niemand, nicht? Das beweist, dass wir heute in unserer tabulosen Zeit mit Sicherheit zwei Tabus haben. Ganz sicher. Wir sagen ja, unsere Zeit sei tabulos, nicht? Da kann jeder machen, was er will und so weiter, besonders im Bereich der Sexualität. Aber stimmt nicht, es gibt zwei Tabus. Nämlich Gott und der Tod sind tabu. Wenn Sie mit jemandem heute über Gott oder gar den Tod sprechen wollen, ganz selbstverständlich, wie vom Urlaub oder von der Arbeit, riskieren Sie, seine Intimsphäre zu verletzen, nicht? Die Intimsphäre. Machen Sie ein Experiment. Gehen Sie einmal an eine Cocktailparty, wo man so mit dem Glas in der Hand herumsteht und wird von allen Seiten angestoßen, es wird immer enger und enger. Dann beginnen Sie ganz selbstverständlich von Gott zu sprechen. Wie eben vom Urlaub, von der Wohnung, vom Beruf. Wenn das noch nicht reicht, dann stellen Sie die Frage, wo werden wir wohl sein, so in 200, 300, 400 Jahren? Ja, ich meine schon auf der anderen Seite des Grabes. Dann werden Sie langsam aber sicher großen Abstand bekommen, ganz sicher. Und können dann in Ruhe Ihr Gläschen austrinken und es hinstellen und sagen Adieu, das heißt ja zu Gott in Französisch. Wenn Sie von einem alten Tabu zu reden beginnen, vom Sex wird das Gedränge vermutlich nur noch größer werden. Sind Tabu der Tod und Gott? Weil eben irgendwo jeder merkt, da stimmt etwas nicht. Tod ist eben nicht Ende, der Materialismus stimmt nicht, kann sich auch nicht halten. Wir sehen es jetzt am Zusammenbruch eben dieser Systeme, dieser materialistischen im Osten des Kommunismus. Und machen wir uns keine Illusionen, wird auch bei uns zusammenbrechen. Geht nicht so weiter. Mit der Gottlosigkeit, mit dem kapitalistischen Materialismus geht es auch nicht so weiter. Wir müssen uns keine Illusionen machen und meinen, das gelte jetzt nur für den Osten. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Aber jetzt zur Evolution. Ich muss noch etwas sagen, um nun Licht auf die Evolution beziehungsweise auf den Glauben an die Evolution. Es ist das eigentlich nicht Evolution, wie wir sehen werden, sondern man müsste es definieren als Evolutionismus, ein Ismus, eben eine Ideologie. Die Ideologien enden ja meistens mit Ismen, Ismus. Und wir müssen als katholische Kirche übrigens vorsichtig sein, dass unser Glaube nicht womöglich auch noch eine Ideologie wird. Katholizismus hat vielleicht der Kirche mehr Schaden eingetragen als militanter Atheismus. Wir wollen katholisch sein, aber ob man das dann Katholizismus nennen soll, ist eine andere Frage, ist ein Ismus. Da müssen wir immer vorsichtig sein, wenn wir so etwas hören, ein Ismus. Nun, Evolutionismus ist es eigentlich, worum die Sache geht. Nun aber noch einmal eine noch verschärfte Quintessenz dieser Betrachtung, was ist Chemie, was ist Physik. Übrigens muss noch einmal darauf zurückkommen, ich habe ja gesagt, es seien gerade die erfolgreichsten Chemiker und Physiker, die am wenigsten sagen können, was Chemie und was Physik ist. Eben zum Beispiel die Nobelpreisträger heute. Ja, eben die Antwort sagt schon, warum? Weil das Denken auf das Wie konzentriert wird. Und wenn man heute Erfolg haben will im Bereich der Chemie und Physik, muss man ausschließlich auf das Wie sich konzentrieren, auf die Messbarkeiten, auf die Berechenbarkeiten. Wenn das nicht gemacht wird, gibt's keinen Nobelpreis für Chemie, Physik. Gibt's nicht. Auch ich hätte meinen Ruzicka-Preis für die Herstellung von schwerem Sauerstoff auch nicht bekommen, wenn ich damals bereits nach dem Was der Dinge gefragt hätte. Und deshalb, weil so konzentriert auf das Wie gearbeitet werden muss, wissen die Wissenschaftler heute täglich besser, wie sie tun, und täglich weniger, was sie tun. Es wird das ein moralisch-ethisches Problem, und Sie sehen auch, immer mehr stellt sich ja die Frage, wo führt das hin, wenn wir auf
diese Art und Weise weiter Naturforschung betreiben, wenn wir alles andere ausklammern und das Was vielleicht irgendwo als Nebengeleise noch gelten lassen. Und dann kommt noch eine viel höhere Frage, nicht? Die heißt nämlich wer? Wer und wer fordert ja als Antwort immer Person? Und wenn wir dieser Frage weitergehen und immer weitergehen und nicht irgendwo aufhören, dann kommen wir zur höchsten Person, dann kommen wir zu Gott. Vorher können wir nicht aufhören beim Fragen nach dem Wer. Aber in dieser Art von Wissenschaft, wie sie heute betrieben wird, wird nicht nur das Was ausgeklammert, sondern auch noch das Wer. Gott wird ausgeklammert. Diese Art von Wissenschaft nennt sich dann nicht gerade gottlos, das getraut sie doch nicht zu sagen, eben weil Gott tabu ist. Sie nennt sich wertfrei. Wertfreie Wissenschaft wird sie genannt. Im Laboratorium, da sollen keine moralisch-ethischen Werte berücksichtigt werden, da soll alles gemacht werden, was technisch möglich ist. Und ich kann Ihnen als Insider versichern, es wird heute im Laboratorium alles gemacht, was technisch möglich ist. Es wird heute schamlos in den heiligsten Ort der Schöpfung hineingelangt, in den Mutterschoß mit Genmanipulation. Wertfreie Wissenschaft heißt das. Auf Deutsch gottlos. Gott hat im Laboratorium nichts zu suchen, weil es etwas so Hohes ist wie Wissenschaft. Selbstverständlich gibt es das nicht. Wertfreiheit. Der Mensch kann nie wertfrei handeln. Denn diese Wertfreiheit, die da beansprucht wird, ist selber ein moralisch-ethischer Wert. Es ist nämlich der moralisch-ethische Wert, keine moralisch-ethischen Werte haben zu wollen. Ist auch ein moralisch-ethischer Wert, und zwar ein ganz gefährlicher. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um den alle Werte entwertenden Wert der Wertfreiheit. Und es ist dieser alle Werte entwertende Wert der Wertfreiheit, auf Deutsch die Gottlosigkeit, die uns heute bedroht. Wenn wir Wissenschaft betreiben wollen, dann müssen wir eben den höchsten Wert an die erste Stelle setzen, und das ist Gott. Gibt keine wertfreie Wissenschaft. Geht nicht. Und ich möchte bei der Gelegenheit betonen, die Kritik, die Sie jetzt hören, gilt nicht der Wissenschaft als solche. Sie ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes, die Wissenschaft. Aber nur dann, wenn wir mit dem Heiligen Geist in Beziehung stehen, wenn wir behaupten, wertfrei, Gott hat nichts zu suchen im Laboratorium, dann ist sie keine Gabe des Heiligen Geistes, ist deshalb auch keine Wissenschaft. Es ist bloße Wisserei, könnte man sagen, und meistens entartet es dann noch in Besserwisserei, und da sind wir schon bei der Evolution, beziehungsweise beim Evolutionismus. Noch einmal Quintessenz der Quintessenz. Und da kann man sagen, es handelt sich dabei um das sogenannte Differential. Die Differentialrechnung ist so der innerste Kern der Physik, der innerste Kern der modernen Naturwissenschaft. Ohne die Differentialrechnung oder Infinitesimalrechnung, wie sie auch genannt wird, hätte die Physik und damit auch die Chemie nicht diesen Aufschwung nehmen können, wurde im 17. Jahrhundert begründet von Leibniz und von Newton. Und ich muss Ihnen jetzt ganz kurz sagen, schildern, was es eigentlich ist, die Differentialrechnung, weil es in Hinsicht auf das Problem der Evolution bedeutungsvoll ist. Natürlich kann ich Ihnen jetzt nicht eine Vorlesung halten über Differentialrechnung, würde auch wahrscheinlich nicht lange dauern, wären alle davon gelaufen. Das mache ich also jetzt nicht. Ich versuche jetzt Ihnen anschaulich zu machen, was man unter einer Differentialgleichung unter einem Differential versteht. Und es ist nun tatsächlich so, wenn ein Wissenschaftler wirklich begriffen hat, um was es geht, dann kann es so darstellen, dass der gesunde Menschenverstand ausreicht, um es zu begreifen. Es ist also eine faule Ausrede,
Wenn ein Wissenschaftler sagt, es sei so kompliziert, dass man es nicht erklären könne, dass es der Laie das nie verstehen könne. Sicher, wenn es in die Details geht, wenn es in die Anwendung geht, dann braucht es eine Ausbildung im Bereich der Mathematik, Physik und Chemie. Aber das Wesen der Dinge sollte so dargestellt werden können, dass der gesunde Menschenverstand ausreicht, um es zu begreifen. Und den darf man ja immer ansprechen. Das hat auch René Descartes, der Franzose, ja so etwas mit Zynismus gesagt. Er beginnt seinen Discours de la Méthode, seine Abhandlung über die Methode, folgendermaßen. Er sagt, nichts in der Welt ist gleichmäßiger verteilt als der gesunde Menschenverstand. Auch jene nicht, die in anderen Dingen noch so anspruchsvoll sind, wünschen mehr davon zu besitzen, als sie schon haben. Also man darf den gesunden Menschenverstand ansprechen, nicht wahr? Nun, was ist das Wesen der Differentialrechnung? In Anwendung nun auf die Physik, das muss ich noch betonen. Es zeigt sich, dass es im Bereich der Physik Gesetzmäßigkeiten gibt, die man als Ganzheit, mit unser Geist als Ganzheit, als Ausgedehntheit nicht erfassen kann. Ein Beispiel, das ist der freie Fall. Wenn Sie einen Gegenstand frei fallen lassen, wenn ich das loslasse, wird es immer schneller und schneller. Das nennt man eine beschleunigte Bewegung. Kann der menschliche Geist nicht erfassen, weil sie sich dauernd ändert. Die Geschwindigkeit ändert sich dauernd, sie wird immer größer und größer. Man nennt es eine beschleunigte Bewegung und vor der Entdeckung der Differentialrechnung konnte dieser Vorgang und eigentlich alle Prozesse im Bereich der Physik und dann, wenn es sich um Messbarkeiten handelt, auch in der Chemie, nicht erfasst werden. Was nun entscheidend ist, wenn dieser Prozess, den Sie da sehen, freier Fall, in immer kleinere und kleinere Bereiche einteilen, bis es letztlich im Denken nun unendlich kleine Abschnitte sind. Ich kann diesen ganzen Weg in immer kleinere und kleinere Abschnitte im Denken einteilen und mit dem Denken auch so klein machen, dass sie letztlich unendlich klein sind. Dann stellen wir fest, dass etwas bei diesem stetigen Ändern konstant bleibt. Verändert sich nicht. Nämlich die Änderung verändert sich nicht. Die Geschwindigkeitsänderung ist eine Konstante. In jedem Augenblick ändert sich die Geschwindigkeit gleich groß, die Änderung. Aber wenn es summiert wird, wird es immer schneller und schneller. Die große Erkenntnis, die daraus entstand, bereits von Galilei erkannte übrigens, allerdings noch ohne Differentialrechnung, heißt, die Beschleunigung ist konstant, die Beschleunigung bleibt konstant. Ist ein Beispiel für die Differentialrechnung. Und so ist es nun möglich, diese Rechnungsmethode, die also sehr viel Arbeit erfordern kann, wenn man sie anwenden will, das möchte ich schon sagen, das Aufstellen einer Differentialgleichung kann sehr viel geistige Arbeit bedeuten und Sachkenntnis. Aber man kann sie grundsätzlich auf alle Bereiche der Physik anwenden, zum Beispiel auf dieses Feld, das da beschleunigend wird, das schwere Feld, kann ich sie anwenden. Oder kann zum Beispiel sie anwenden auf eine elektromagnetische Welle, die bis ins Unendliche geht. Radiowellen sind elektromagnetische Wellen, Licht auch. Wenn ich dieses Kleiner und Kleiner hier durchführe, bekomme ich dann letztlich die Differentialgleichung des Schwerefeldes, der elektromagnetischen Welle, einer Strömung und so weiter. Und das kann nun der Geist erfassen, diese unendliche Kleinheit, nennt man ein Differential. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was hilft's? Ich habe dann das Ganze ja doch nicht. Ich habe bloß die unendliche Kleine, diese unendliche Kleinheit, die allerdings, und das ist jetzt das Entscheidende, von der Ganzheit geprägt ist. Das Wesen der Ganzheit steckt in dieser unendlichen Kleinheit drin und kann deshalb durch Summierung oder wie der Fachausdruck heißt, durch Integration auf die Ganzheit ausgedehnt werden. Das wäre dann die Integralrechnung. Die Differentialrechnung kann angesetzt werden und dann mit der Integralrechnung auf die Ganzheit, auf die Gestaltetheit der Ganzheit ausgedehnt werden. Das ist anschaulich
dargestellt, das Wesen dieser Infinitesimal, das heißt eigentlich Unendlichkeitsrechnung, genannt Differential- und Integralrechnung. Warum bringe ich das jetzt im Zusammenhang mit der Evolution? Sie denken vielleicht, man hätte sich das ersparen können, aber doch nicht. Es ist nun so, für die Gestaltetheiten im Bereich der Physik können wir grundsätzlich Differentiale finden, kann eine Differentialgleichung aufstellen, manchmal mit enormem Aufwand, aber grundsätzlich ist es möglich, und kann dann die Ganzheit der Gestalt durch Integration finden. Im Bereich der Physik gibt es Differentiale und man kann ruhig sagen, die physikalischen Gesetze sind alle Differentialgesetze. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aber für die Gestalten der Lebewesen gibt es keine Differentiale. Ich kann die Gestalt einer Maus nicht mit einer Differentialgleichung beschreiben, einer Rose, eines Elefanten, einer Mikrobe oder gar eines Menschen. Schon nur die Momentaufnahme nicht, aber es ist ja so, dass die Lebensform wächst, wird und vergeht wieder und bewegt sich erst noch. Geht nicht, kann ich nicht machen. Es gibt kein Differential der Lebensformen und das ist jetzt etwas ganz Entscheidendes in Hinsicht auf die Evolutionisten. Die meinen nun, sie könnten die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft, und da ist immer gemeint, der Physik und der Chemie, übertragen auf die Lebensformen. Und das geht nicht, weil es kein Differential des Lebens gibt. Also die Urteilskraft beim Betrachten der Lebensformen ist eine andere als die Urteilskraft bei der Betrachtung der physikalischen Vorgänge. Goethe hat ganz richtig diese Urteilskraft, die anschauende Urteilskraft genannt. Die Urteilskraft der Anschauung, und die ist physikalisch-chemisch nicht definierbar, geht nicht. Ein Beispiel, jedes Kind kann sagen, das Tier da ist ein Hund und das ist auch ein Hund, und wenn der Unterschied noch so groß ist, rein nur in der Größe, das kleine Pekinäslein, sagt das Kind sofort wow wow, nicht? Und der Rauch wow wow und nicht miau miau, nicht Katze, nicht? Jedes Kind kann durch die anschauende Urteilskraft die Lebewesen erfassen und das geht mit Physik und Chemie nicht, weil es kein Differential des Lebens gibt. Wenn das akzeptiert wird, ist alles in Ordnung. Wenn wir jetzt aber meinen, wir könnten mit den Errungenschaften der Physik und Chemie die Lebensformen erfassen, dann ist das nicht mehr Wissenschaft, sondern Glaube an die Wissenschaft, Ideologisierung der Wissenschaft. Es geht ganz einfach nicht. Wenn bei den paläontologischen Funden, die ja zeigen, dass es tatsächlich Lebewesen gegeben hat, die es jetzt nicht mehr gibt, das berücksichtigt wird, ist alles in Ordnung. Wir können dann von einer Wissenschaft der Evolution sprechen, dass man also spekulieren kann, dass gewisse Paleo, also frühe Lebensformen, durch Veränderung in neuere Lebensformen übergegangen sind. Aber wie das gewesen ist, eben, Sie sehen jetzt, das Wie ist ja die entscheidende Frage in der modernen Naturwissenschaft, die beantwortet werden kann durch Messung und Berechnung, geht nicht im Bereich der Lebewesen. Wenn nun behauptet wird, wir wüssten bei der Evolution, wie das gewesen sei, ist alles Spekulation, sind Fantasien, von wissenschaftlicher Beweisbarkeit keine Spur. Wenn wir das akzeptieren und sagen, es sind Spekulationen, ist wieder alles in Ordnung, man darf ja spekulieren, aber man darf die Spekulation nicht für wissenschaftlich bewiesen verkaufen, in Form von Bestsellern, wie das ja heute gemacht wird und am Fernsehen und so weiter. Wer behauptet, es sei bewiesen? Wir wüssten, wie das gewesen ist. Im Bereich der Chemie und Physik ist diese Fokussierung auf das Wie eben sehr erfolgreich gewesen. Obwohl nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Wirklichkeit der Welt berechenbar ist, konnte trotzdem ungeheure Macht aus der Materie entfaltet werden, die Macht der Maschine.
Und das ist auch der Grund der Autorität der modernen Naturwissenschaft. Ist auch der Grund, warum es eben diese Wissenschaftsgläubigkeit gibt, die meint, wenn wir nun ein Flugzeug bauen können, könnten wir auch einen Vogel letztlich im Prinzip machen. Das ist dieser Trugschluss. Die Maschine ist bloß physikalisch, chemisch bedingt. Das Leben ist mehr als Chemie und Physik. Beweist schon, dass eben das Hauptwerkzeug der modernen Naturwissenschaft, die Differentialgleichung, nicht angewendet werden kann auf die Lebensformen. Wenn wir das mit dem Mut zur Demut, und diesen großen Mut braucht es in der Naturforschung, sonst siegt bald ein kleinerer Mut, und das ist dann der Hochmut. Wenn wir den Mut zur Demut haben und das akzeptieren, es ist ein großes Geheimnis, die Lebensformen, sowohl jetzt, wie sie jetzt vor unseren Augen existieren, als auch in der Vergangenheit, ist ein großes Geheimnis. Und wie dieses Schöpfungswerk geworden ist, wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Jedenfalls nicht mit den Methoden der modernen Chemie und Physik. Wenn wir das behaupten, dann ist es nicht mehr Wissenschaft, dann verkaufen wir die Spekulation für wissenschaftlich bewiesene Tatsache, und das ist unwissenschaftlich, das ist Ideologisierung der Wissenschaft. Wir müssen also im Bereich der Evolution streng unterscheiden zwischen dem, was wissenschaftliche Tatsachen sind, das sind die paläontologischen Funde, die Knochenfunde beispielsweise oder andere eben nicht zersetzte Reste von Lebewesen. Das hat keinen Sinn, die wegzudiskutieren, wie es gewisse Leute, gewisse Fanatiker noch machen. Nicht? Das sind Tatsachen. Und auch, dass sie in verschiedenen geologischen Schichten angeordnet sind, sind Tatsachen. Problematisch wird es dann wieder, wenn wir mit der Zeit operieren und von Jahr Milliarden, Jahrhundert Millionen sprechen. Was ist die Zeit? Die Wissenschaft weiß es nicht. Die Zeit ist nach der Relativitätsphysik ist so ohnehin ja dilatierbar oder kontrahierbar. Also eigentlich das, was in der Heiligen Schrift schon steht, hat die Relativitätstheorie jetzt mit Hilfe der Lorentz-Transformation mathematisch beschrieben, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sein können, hängt von den Bewegungsgrößen in den Systemen ab. Das ist ein anderes Gebiet, aber das zeigt die moderne Physik, dass die Zeit eben relativ ist. Nicht? Also wenn da von Milliarden, Millionen und so weiter Jahren gesprochen wird, müssen wir zuerst einmal einsehen, dass wir nicht wissen, was die Zeit ist. Wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es ein ganz tiefes Problem ist. Wollen jetzt aber auf das Zeitproblem nicht eingehen. Tatsachen sind, die geologischen Schichten existieren, die Knochenfunde existieren. Wenn wir das als Tatsachen beschreiben, alles in Ordnung. Wenn wir dann noch eben spekulieren, wie die Gestalten auseinander hervorgegangen sind, ist nur dann in Ordnung, wenn gesagt wird, ist Spekulation und nicht bewiesen. Wir müssen also unterscheiden zwischen Evolution, wenn es sich um wissenschaftlich bewiesene Tatsachen der paläontologischen Funde geht, Wissenschaft. Und müssen unterscheiden Evolutionismus. Wenn dann behauptet wird, wie das gewesen ist, und wir wüssten, wie es gewesen ist, ist es nicht mehr Wissenschaft, ist Glaube an die Wissenschaft, ist ein Ismus, ist eine Ideologie. Evolutionismus statt Evolution, Glaube an die Wissenschaft statt Wissenschaft. Und jetzt kommt die Quintessenz in diesen Evolutionsbetrachtungen. Und das ist die Menschwertung, nicht? Und um das geht's ja, um die Menschwertung. Also eben die Frage, stammt der Mensch vom Affen ab, nicht so kurz ausgedrückt. Also wenn der Fritzli kommt aus der Schule nach Hause und sagt dem Vater, du, Papa, wir stammen vom Affen ab, der Biologielehrer hat's gesagt. Und dann sagt der Vater, so, ja du vielleicht, aber ich nicht. Ich möchte damit bloß damit zum Ausdruck bringen, ist Glaubensfrage. Ist eine reine Glaubensfrage. Ne? Aber es kommt jetzt eben das ganz Entscheidende. Schauen Sie, wie die Biologie der Menschwertung gewesen ist.
wissen wir nicht und können wir nicht wissen. Können wir nicht wissen? Wie die ich betone noch, wie die Biologie gewesen ist, können wir nicht wissen. Schauen Sie, wenn jemand unbedingt haben möchte, dass seine Vorfahren Affen gewesen sind, nehmen Sie ihm diese Freude nicht. Lassen Sie ihm das nicht. Denn es ist Gott sicher möglich, aus einem Affen einen Menschen zu machen. Das liegt in seiner Allmacht. Also, wie es gewesen ist mit der Biologie, wissen wir nicht. Kann aus einem Affen einen Menschen machen? Wenn es unbedingt sein muss, lassen Sie die Freude, das Umgekehrte kann er natürlich auch, nicht? Kann aus Menschen Affen machen, wenn... Aber, schauen Sie, da braucht er gar nicht mehr viel zu machen, machen wir ja selber. Schauen Sie sich einmal ein Rockkonzert an, wie das zu und her geht, wird das nur noch ganz wenig sind, die Affen perfekt, nicht? Und nur noch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes mag das verhindern, dass sie nicht gerade wirklich vollständig zu Affen werden. Also, was die Biologie anbelangt, ein großes Geheimnis, wie das gewesen ist. Wir wissen es nicht. Da wird ausgegraben, Schädel werden gefunden, ja, Fragmente von Schädeln, und wenn es nur irgendeine Bruchstelle des Hinterhauptes ist. Und schon gibt es wieder eine andere Theorie. Ist eine sehr gefährliche Wissenschaft, diese eben evolutionistisch geprägte Paläontologie. Wenn die meinen, sie wüssten, wie es gewesen ist, denn schon morgen kann einer irgendetwas anderes ausgraben und schon ist die ganze Sache wieder dahin, muss man eine neue Theorie machen und geschieht auch. Das wechselt dauernd, also die Menschwerdung bei den Evolutionisten ist ein dauerndes Wechseln. Wie es biologisch gewesen ist, wir wissen es nicht. Aber etwas ist entscheidend. Das Entscheidende ist ja nicht die Biologie beim Menschen, sondern der Geist ist das Entscheidende. Die Geistseele des Menschen. Seine Freiheit, die Fähigkeit zu reflektieren ist entscheidend. Das ist das Entscheidende beim Menschen. Und das geht nicht mit Evolution. Das kann man erkenntnistheoretisch klipp und klar beweisen, dass das nicht geht. Und das hat auch Papst Pius XII. Deutlich gesagt in einem, ich glaube, in einem Breve hat er es gesagt, ich weiß es nicht mehr, welche Dimension die Mitteilung hatte, eine Enzyklika war es nicht, mag sein, ein Breve, also eine kurze Mitteilung. Wie die Biologie sei, das möge die Wissenschaft vermuten. Das sei offen, dazu hätte die Kirche nichts zu sagen. Aber die Geistseele, das, was den Menschen zum Menschen macht, oder anders ausgedrückt, die Sprache, der Logos, das war von Anfang an ohne Evolution. Es ist eben nicht denkbar, dass die Reflexion, das Wissen um sich selber, das Ich bin ich sagen können, langsam wird. Entweder ist Reflexion da oder ist nicht da. Es ist erkenntnistheoretisch nicht denkbar, dass zuerst ein Nicht-Ich ist, dann ein Vor-Ich, dann ein Ichlein, das immer Ich wird. Geht nicht. Entweder ist es Ich oder nicht. Es ist eben ein Hic et Nunc, und so wie es in der Heiligen Schrift heißt, und Gott hauchte ihm das Leben ein, und damit ist ja gemeint die Geistseele, dass er weiß, dass er ist. Wie das gewesen ist, wir wissen es nicht, ein tiefes Geheimnis. Der Mensch ist in der Geschichte von Anfang an Mensch und in seinem Werden auch von Anfang an Mensch, also im Mutterschoß, ist er von Anfang an Mensch von der Zeugung an. Es gibt nicht eine Möglichkeit, eine Grenze festzusetzen bei der Ontogenese, bei der Seinswertung, wo er jetzt Mensch wird. Geht nicht, sonst kann man das dauernd verschieben, und gewisse Abtreibungsbefürworter verschieben ja das bis kurz vor der Geburt oder noch bis nach der Geburt, wenn man sieht, das Kind ist irgendwie behindert. Es gibt keine Grenze. Die einzige Grenze, die es gibt, ist der Anfang, ist von Anfang an Mensch. Das, was im Mutterschoß wird, ist von Anfang an Mensch und wird nicht langsam ein Mensch. Es ist von Anfang an Mensch. Gibt nichts anderes. Erkenntnistheoretisch gibt es nichts anderes und biologisch auch nicht. Das wurde längst bewiesen von dem Embryologen Erich Blechschmidt, der ja an Ostern dieses Jahr verstorben ist. Können Sie in Göttingen seine Dokumentationssammlung anschauen, und er beweist, dass auch biologisch das Wesen, das da
im Mutterschoß wird von Anfang an ein Mensch ist, natürlich wird der Körper, in dem er wächst, aber er ist von Anfang an Mensch. Das, was wird, ist ein Mensch und es wird nicht erst langsam ein Mensch. Das ist eben die Menschwerdung, sowohl in der Geschichte, von Anfang an Mensch, als auch in der Geschichte eines jeden einzelnen Lebens, von Anfang an Mensch. Und da gibt es keine Evolution. Da ist mit Evolutionismus nichts zu machen. Natürlich wird es behauptet, mit den fantastischen Zirkelschlüssen. Man könnte ja beinahe ein Lexikon über die Zirkelschlüsse der Evolutionisten schreiben. Das Schlimme ist ja, dass heute mit viel geistiger Arbeit die Geistlosigkeit von gewissen Theorien bewiesen werden muss. Viel geistige Arbeit braucht es, um die Geistlosigkeit zu beweisen. Hat es auch noch nie gegeben. Es ist wirklich tragisch. Also, ganz streng ist zu unterscheiden Evolution und Evolutionismus. Und die Menschwerdung ist mit Evolution nicht zu erfassen. Der Mensch ist von Anfang an Mensch in der Geschichte und in seinem eigenen Werden. Und da ist noch etwas, was auch verwechselt wird, durcheinander gemischt wird. Geschichte und Evolution sind zwei verschiedene Dinge. Geschichte ist Ausdruck der menschlichen Freiheit. Und Evolution ist naturgesetzlich bedingt. Naturgesetzlich, die Naturgesetze im Bereich des Lebendigen, die auch gelten. Aber Geschichte ist Ausdruck menschlicher Freiheit, also nicht naturgesetzlich bedingt und deshalb auch mit Naturgesetzen nicht erfassbar. Geschichte und Evolution sind streng voneinander zu unterscheiden und das wird immer wieder vermischt. Zum Beispiel einer im Bereich der katholischen Kirche, der dauernd Geschichte und Evolution vermischt, ist der Jesuitenpater Teilhard de Chardin. Eine Mixtura zwischen Geschichte und Evolution, vermischt er dauernd. Evolution ist naturgesetzlich bedingt und Geschichte ist Ausdruck menschlicher Freiheit. Man sieht es ja bei den Tieren, die an die Naturgesetze gebunden sind, nicht frei sind, die leben immer gleich, wenn wir sie noch leben lassen. Seit Jahrtausenden, Zehntausenden leben immer gleich. Aber der Mensch lebt doch nicht immer gleich. Das ist ja gerade die Geschichte, dass er nicht immer gleich lebt. Wenn er immer so gelebt hätte wie die Wölfe oder die Kühe, bräuchten wir keine Geschichte zu schreiben. Er hat eben Sprache. Der Mensch hat Sprache. Das ist ja der Geist des Menschen. Man könnte ja gerade sagen, die Sprache ist sein Geist. Logos, das Evangelium des Johannes beginnt ja im Prolog. Enache en hologos, kai hologos en proston theon. Im Anfang war das Wort und das Wort bei Gott und Gott war das Wort. Logos oder Wort oder Sprache. Die Tiere haben keine Sprache, wie die Darwinisten meinen. Die meinen, unsere Sprache sei aus dem Affengeheul hervorgegangen, hätte sich langsam entwickelt. Wenn man ihre Bücher liest, könnte man meinen, sie hätten noch recht, nicht? Aber Sprache ist. Der große Philologe Wilhelm von Humboldt, leider kein Christ, leider, nicht? Wie viele zu dieser Sturm- und Drangzeit, der Goethezeit. Leider kein Christ, aber hat treffend gesagt, der Mensch ist nur durch die Sprache Mensch, aber um die Sprache zu erfinden, müsste er schon Mensch sein. Sprache hat keinen Ursprung, Sprache ist Ursprung, eben, er hauchte ihm das Leben ein, sie ist Ursprung. Der Mensch ist nur durch die Sprache Mensch. Die Tiere haben Information, meine Damen und Herren, aber keine Sprache. Sprache beinhaltet Information, aber ist viel mehr als Information. Information kann sich ja nur auf Vergangenes beziehen und vielleicht noch auf Gegenwärtiges, aber doch nicht auf die Zukunft. Aber die Sprache wirkt auf die Zukunft, sie geht eben über das Jetzige hinaus. Der Mensch ist ein transzendentes Wesen. Er kann mit der Sprache Dinge schaffen, die es noch gar nicht gibt. Er kann Erfindungen machen, können die Tiere auch nicht, weil er Sprache hat. Sprache wirkt in die Zukunft. Hat mit Prophetsein nichts zu tun. Eben das etwas zu denken durch die Sprache, das es noch gar nicht gibt. Die Tiere haben bloß Information. Miau, miau, wau, wau, mu, mu ist Information. Jeder Hund, jede Kuh, Katze weiß, was es bedeutet. Sofort. Beispiel. Wenn ein
Mensch mit seinem Hund in ein Land geht, dessen Sprache er nicht kennt. Mit dem Hund. Dann wird dieser Hund durch seine Information sich sofort mit allen Hunden dieses Landes verständigen. Das betrifft alle vitalen Interessen, wie Fressen und Saufen und Sexualität natürlich. Alles, was vital ist, geht durch Information. Der Hund hat keine Sprachprobleme. Sofort kann er sich mit allen Hunden verständigen dieses Landes. Wenn nun aber dieser Mensch nicht wie ein Hund leben will in diesem Land, wenn er also nicht nur Essen und Trinken und Sexualität haben will, dann muss er die Sprache des Landes lernen. Wenn er wie ein Mensch leben will, nicht? Das ist der Unterschied zwischen Sprache und Information. Sprache beinhaltet auch Information, ist aber viel mehr als Information. Sprache ist eben Träger der Geschichte, die Freiheit des Menschen. Der Mensch ist frei. Also wir haben zu unterscheiden zwischen Evolution und Geschichte. Wir dürfen das nicht vermischen und verwechseln, wie Teilhard de Chardin zum Beispiel. Ich nenne bloß ihn, weil er eben der katholischen Kirche großen Schaden zugefügt hat. Dietrich von Hildebrand nennt ihn sogar den Erzheresiarchen, nennt er der große Philosoph Dietrich von Hildebrand. Aber Sie sehen, er bedarf unseres Gebetes und Einschluss in die Opfer der Heiligen Messe, denn ich kann mir vorstellen, dass er jetzt weiß, wie es wirklich ist und deshalb leidet, nicht? Das ist es ja. Ein Teil des Fegefeuers. Die eigenen Irrtümer einzusehen und darunter zu leiden. Und das Leiden kann ja nur durch das Sakrament der Buße, das heißt durch das Mea Culpa gelindert werden, durch das Bekennen, dass man gesündigt hat. Die Hölle besteht ja darin, dass die dort sind, die wollen das nicht. Die wollen angesichts Gottes, wollen sie nicht sagen, nicht zugeben, ich habe geirrt, ich habe gesündigt. Angesichts Gottes. Luzifer hat angesichts Gottes gesündigt. Das ist die Hölle. Nicht den Mut zur Demut zu haben und sagen, mea culpa, sondern es wird dann gesagt, tua culpa. Und in der Hölle gibt jeder dem anderen Schuld, wie hier ja übrigens auch, ne, gewissermaßen Vorbereitungen, wenn sie ja die Wissenschaftler, die fragen, die ohne Gott forschen wollen, wertfrei, wenn sie die fragen, wer ist denn schuld an den Früchten eurer wertfreien Forschung? Atombombe, Genmanipulation und so weiter. Sagen die übrigens sofort, ihr habt aber viele gute Seiten doch. Ja, natürlich, das ist das Schlimme. Die guten Seiten sind das Schlimme des Bösen. Wenn das Böse keine guten Seiten hätte, wollte es ja niemand haben. Der heilige Thomas von Aquin sagte deshalb treffend, malum non potest in veniri sine bono, das Böse kann ohne das Gute nicht eindringen. Und der Teufel hat ein Geschenkpapier für seine Bosheiten, das sind die guten Seiten dieser Bosheiten. Und Sie können sicher sein, je böser etwas ist, umso mehr gute Seiten hat es, sonst kann er es nicht verkaufen. Wenn man Sie fragt, wer ist schuld, nennen Sie den Schuldigen sofort beim Namen. Berühmt ist, weltberühmt, der Schuldige. Der andere, meine Damen und Herren, der andere, das sind die Wirtschaftskapitäne, die Militärs, die Konsumenten und so weiter, die das alles wollen. Wir forschen wertfrei, sind unschuldig. Die Institute für Physik, Chemie und so weiter sind voller Unschuldiger, gehen Sie mal fragen. Die tragen deshalb wahrscheinlich auch weiße Mäntel, nicht, weil sie so unschuldig sind. Wer hat das Giftgas gemacht? Wer hat die Atombombe gemacht? Wer hat die biologischen Waffen gemacht? Ja, wir schon, aber wir forschen wertfrei. Die anderen sind schuld. Die Militärs und so weiter, die Politiker sind schuld. Wir haben wertfrei geforscht. Geht eben nicht. Gibt keine Wertfreiheit. Die Wertfreiheit ist eben die schwere Sünde der modernen Naturwissenschaft, dass sie meint, wertfrei oder auf Deutsch gottlos forschen zu können. Also, was die Evolution anbelangt, möchte ich noch einmal auf das Wichtige hinweisen. Menschwerdung ist mit Evolution nicht erklärbar. Geschichte und Evolution sind streng zu unterscheiden. Und Evolution und Evolutionismus sind streng zu unterscheiden. Wenn wir bei den Tatsachen bleiben, bei der Paläontologie, alles in Ordnung, ist Wissenschaft. Wenn wir aber behaupten zu wissen, wie das gewesen ist,
ist es Evolutionismus, Fantasie. Und das hat ja das Menschenbild so sehr zerstört im Evolutionismus, dass eben eingeredet wurde, das wurde langsam von selbst und durch die Materie, durch die Gestaltung der Materie, ist dann der menschliche Geist entstanden als Produkt der Materie, dialektischer Materialismus. Und das haben die Begründer des Kommunismus ja auch erkannt. Als Darwin in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sein Buch über die Herkunft der Arten durch natürliche Zuchtwahl publizierte, schrieb Engels an Marx, Briefwechsel können Sie in jeder Bibliothek einsehen, Briefwechsel zwischen Engels und Marx, ist also aufschlussreich, aber furchtbar langweilig, nicht? Aber es ist aufschlussreich. Engels schreibt an Marx, mein lieber Marx, dieses Buch von diesem Charles Darwin ist ganz famos. Jetzt ist die Teleologie endlich kaputt, schreibt er, nicht Theologie, Teleologie, das heißt die Zielgerichtetheit in der Schöpfung oder der Sinn in der Schöpfung ist endlich kaputt, indem eben Darwin behauptet, sei alles Zuchtwahl, der Stärkere gewinnt, Survival of the Fittest, sagt er dem in seiner Sprache. Dass es ja einen Kampf ums Überleben gibt, das ist sicher, nicht? Das brauchen wir nicht zu beweisen, aber es gibt eben mehr als bloß den Kampf ums Überleben. Zum Beispiel hat mir Carsten Bresch, ist auch einer der Revolutionisten, einmal geschrieben, ich bräuchte doch bloß die Nachrichten der Amnesty International zu lesen, das ist diese Vereinigung, die für die Menschenrechte kämpft, leider ohne christlich zu sein, aber sie kämpft für die Menschenrechte, für die Rechte der politisch Verfolgten. Wie die, was die da berichten, und sie berichten Grausamkeiten, dann sehe ich doch, dass der Darwinismus stimmt. Ja, ist eben nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Der Herr Bresch kann sicher mit diesen Grausamkeiten, die von der Amnesty International geschildert werden, kann er sicher den Darwinismus begründen. Aber etwas kann er nicht. Die Existenz der Amnesty International kann er nicht begründen mit diesen Grausamkeiten, dass die Amnesty International existiert. Und das ist etwas anderes. Das ist eben Liebe. Und Liebe ist darwinistisch nicht zu erfassen. Also eben dieses Buch von diesem Charles Darwin ist ganz famos. Jetzt ist die Teleologie endlich kaputt. Und ohne Darwinismus wäre der Marxismus tatsächlich eine Totgeburt geblieben. Nicht? Aber da konnte man das Menschenbild entwürdigen. Eben, man konnte ihn als ein etwas höheres Tier darstellen, das da ums Überleben kämpft. Und derjenige, der dann der Tüchtigste ist, der überlebt, das wäre also zum Beispiel der Kommunist. Nicht? Der muss dann überleben, weil er am tüchtigsten ist. Wollte übrigens auch sich dankbar zeigen, der Marx, dem Darwin. Er wollte nämlich sein Buch, Das Kapital, wollte er dem Darwin widmen. Und der Darwin hat abgewunken. Denn er war nämlich Großbürger, beziehungsweise verheirateter Großbürger. Er hat die Tochter Emma Wedgwood, die Tochter des Wedgwood, also des Steingutfabrikanten in England, geheiratet und hat ganz bequem und komfortabel in einer Villa gewohnt. Und konnte dort seine Dinge ausbrüten. Also er hat das, sonst würde es heißen im Kapital, dem großen Aufklärer wahrscheinlich Charles Darwin gewidmet. Hat geholfen, das Menschenbild zu zerstören und hat dann auch zu hässlichen Glaubenskämpfen geführt. Zum Beispiel gleich zu Beginn in England an einer Sitzung der Royal Academy hat ein anglikanischer Bischof das Wort ergriffen und hat also eben das Menschenbild verteidigt und den Darwinismus abgelehnt und hat sich dann eben verleiten lassen, Folgendes zu sagen, das war nicht weise, aber verständlich, hat er gesagt, also ich bedanke mich dafür, von einem Affen abzustammen. Dann hat sich ein Darwinist gemeldet und hat gesagt, also ich für mich stamme lieber von einem Affen ab, als von einem anglikanischen Bischof. Nicht so wurde damals argumentiert. Dass das mit Wissenschaft nichts mehr zu tun hat, das liegt ja offensichtlich auf der Hand, sondern dass es ein Glaubenskampf ist, eben ein Kampf um den Glauben an falsche Dinge. Nun zum Schluss, der Glaube an Gott, das ist ein anderer Glaube.
Man könnte sagen, der Glaube an die Evolution oder der Evolutionismus ist einer der vielen Glauben der Philosophen. Und der Glaube der Philosophen kann man definieren als ein für wahr halten, was man nicht beweisen kann. Das ist der Glaube der Philosophen. Ein für wahr halten, was man nicht beweisen kann. Der christliche Glaube ist auch das, aber mehr, viel mehr. Der christliche Glaube ist ein Kinderglaube. Nämlich der Glaube, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist ein Kinderglaube. Und der Herr hat ja auch gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr Kinder eines gütigen, barmherzigen und gerechten Vaters im Himmel seid, könnt ihr nicht eingehen ins Reich Gottes. Man darf das natürlich nicht verkehrt verstehen. Wie im Mittelalter gab es gewisse Sekten, die sind mit Puppen in der Hand herumgelaufen und haben da gelallt wie die kleinen Kinder, damit sie seien wie Kinder. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Ne? Das ist nicht der Kinderglaube, von dem der Herr gesprochen hat. Also der Glaube des Christen ist ein Kinderglaube, eben der Glaube, ein Kind Gottes zu sein, einen gütigen Vater im Himmel zu haben. Und das hängt nun wieder zusammen mit dem Glauben an die Evolution, mit dem Evolutionismus. Man könnte nämlich die Frage stellen, ja, warum glauben denn die so fest, dass der Mensch aus der Amöbe langsam aufgestiegen ist? Ja, können Sie übrigens anschauen im Bild, Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Die Amöbe und dann der Vielzeller, die Molluske, der Knorpelfisch, Knochenfisch. Dann kommt das Amphibium, das Reptil und dann langsam steht das auf. Und am Schluss steht da die Eva mit dem Apfel, steht da. Gerade als ob der dabei gewesen wäre, der das bezeichnet. Das braucht ein unglaublicher Glaube. Also eben, hängt nun damit zusammen, mit dem anderen Glauben. Auf eine tragische Weise. Warum wollen die denn unbedingt haben, dass der Mensch durch Selbstorganisation der Materie durch ausschließlich physikalisch-chemische Prozesse selber entstanden ist? Das wird behauptet, da gibt es also dicke Bücher darüber. Manfred Eigen hat eines geschrieben, Jacques Monod hat eins, Hans Kühn und so weiter, dieser Riedel, Rupert Riedel in Wien, die wissen alles, wie das gewesen ist, natürlich immer wieder anders. Aber warum denn? Warum denn? Der Polymerchemiker Bruno Vollmer, dieses Buch kann ich Ihnen nur empfehlen. Es heißt Das Molekül und das Leben. Es ist in Rheinbeck, der berühmte Verlag in Rheinbeck bei Hamburg herausgekommen, der wähle den Ring. Rowohlt. Bei Rowohlt. Herausgekommen, das Molekül und das Leben, was Darwin nicht wissen konnte und was die Darwinisten nicht wissen wollen. Er zeigt, dass rein polymerchemisch, also wir sehen jetzt noch ganz davon ab, eine lebende Zelle zu machen, nur das rein tote polymerchemische Material, also die Eiweißkörper, die Polysaccharide und alles, was da in einer lebenden Zelle extrahiert werden kann. Also es wird es muss noch gar nicht leben. Schon das ist rein unmöglich von der Polymerchemie her gesehen. Unmöglich, geht ganz einfach nicht. Er ist ein weltbekannter Polymerchemiker, Bruno Vollmer, an der Technischen Universität in Karlsruhe doziert. Er sagt zum Beispiel Folgendes, und das ist sehr treffend. Diese Theorien über die Selbstorganisation der Materie sind wissenschaftlich höchst interessant. Sie sind logisch. Sie sind mathematisch korrekt. Sie sind stringent. Sie haben hohen Forschungswert. Und sind außerdem falsch. Das gibt's nämlich auch. Das gibt's nämlich auch, dass es falsch sein kann, dass eine perfekte Rechnung falsch ist, weil die Voraussetzungen, die gemacht worden sind, falsch sind. Es geht rein polymerchemisch nicht und das beweist, und damit beweisen alle diese Selbstorganisatoren der Materie, dass sie von Polymerchemie keine Ahnung haben. Sonst würden sie das alles nicht schreiben. Und tatsächlich, sie haben noch nie im Laboratorium mit Polymerchemie gearbeitet, wie der Vollmer das ja gemacht hat, sein Leben lang. Also mit Selbstorganisation geht's nicht, geht einfach nicht. Warum wollen die unbedingt haben,
dass der Mensch durch Selbstorganisation der Materie mit ausschließlich physikalisch-chemischen Prozessen entstanden ist. Ist eine interessante Frage und ich kann sie Ihnen deshalb beantworten, weil ich nämlich selber auch einmal geglaubt habe, aufgrund meiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt. Auch, ich auch mal. Schauen Sie, das ist die größtmögliche Dummheit. Warum? Weil sie mit der Intelligenz wächst. Je intelligenter einer ist, das ist eine Angst, nicht zu lachen, aber es stimmt schon, ist eigentlich zum Lachen, ja. Denn je intelligenter einer ist, der das sagt, umso dümmer ist er. Die Intelligenz reicht eben nicht aus, um weise zu sein, es braucht mehr als Intelligenz. Deshalb kann auch ein gar nicht besonders intelligenter Mensch sehr weise sein, viel weiser sogar als ein Nobelpreisträger für Chemie oder Physik, der ein Buch schreibt über die Selbstorganisation der Materie. Ja, meine Dummheit muss ja übrigens beachtlich groß gewesen sein, denn ich bin ja Professor an der Universität Basel, was auch heute noch eine gewisse Intelligenz voraussetzt. Warum wollte ich das auch haben? Aus denselben Gründen wie meine Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Sache nachgegangen, zuerst bei mir gefragt und dann bei den anderen. Resultat überall dasselbe. Die sind noch in der Pubertät. Das ist eine Pubertätserscheinung. Nämlich der Fritzli, der Kleine, 12-jährig, der etwas angestellt hat, etwas Böses angestellt hat. Was will der jetzt machen? Nach Amerika will er auswandern. Nur nicht nach Hause, wo der Vater ist, nur dorthin nicht. Wo der Vater ihn fragt, was hast du gemacht und die Konsequenzen dann zu kassieren sind. Nicht wahr? Sie wollen keinen Vater im Himmel haben, der sie fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Das ist der Grund, kein anderes. Furchtbar einfach, reine Pubertät. Die wollen keinen Vater im Himmel haben, wie der Fritzli. Nicht nach Hause, will nicht nach Hause, weil er etwas angestellt hat. Ist pubertär. Alle diese Selbstorganisationstheorien, die versuchen, den Schöpfer zu leugnen, sind reine pubertäre Erscheinungen. Die sind noch nicht erwachsen. Es ist tragisch, aber es ist so. Es ist sehr einfach. Und die Wahrheit ist natürlich immer sehr einfach. Und einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben es auch direkt dann gesagt, nach allerdings längerer Diskussion, ja, es ist für mich ein unerträglicher Gedanke, jemanden zu haben, dem gegenüber ich Rechenschaft schuldig sein soll. Das ist der ganz einfache Grund, ist der kein anderer. Was können wir tun? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Sie müssen für diese Wissenschaftler, die immer noch in der Pubertät stehen, die noch nicht wissen, dass sie einen Vater im Himmel haben, oder die den Mut zur Demut nicht haben, den Vater im Himmel zu anerkennen, sondern mit dem Mut zum kleinen, viel kleineren Mut, zum Hochmut meinen, ich sag selber verwirklichen, statt Selbstverleugnung, Selbstverwirklichung im Materialismus. Für die müssen sie das tun, was man für mich gemacht hat. Müssen für sie beten, damit sie beten. Damit sie die zu Gott hingewendete Sprache lernen, damit sie mit Gott sprechen. Und wenn sie einmal diese Schwelle überwunden haben, diese Schwelle vom Hochmut zur Demut, dann wird es besser, wenn sie vielleicht das erste Gebet sagen, mein Herr, mein Gott, hilf mir, ich kann nicht beten. Escriva de Balaguer hat gesagt, dann bist du schon mitten im Gebet, wenn du das sagst. Damit sie wenigstens diese Schwelle überwinden und dann geht's weiter. Für sie beten, damit sie beten. Und es kann für einen Menschen viel geistige Arbeit sein, zu beten, wenn er intelligent ist. Sind ja heute die Intelligenten, die Schwierigkeiten haben mit dem Gebet. Und wer ist heute nicht intelligent? Das ist ja das Problem. Wir haben ja so viele Intelligente. Wir züchten ja an unseren Hochschulen auch großkopfige Schrumpfherzen. Alles in den Kopf, das Herz bleibt weg. Herzensbildung kaum vorhanden.
Die Intelligenten haben am meisten Schwierigkeiten mit dem Beten, weil sie meinen, genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt. Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Wissen der Nichtwissen, die sokratische Weisheit, er meint ja, in Hinsicht auf Gott ist mein Wissen ein Nichts. Es ist heute schwer geworden, sokratisch weise zu sein, weil man heute viel mehr wissen muss, bis man weiß, dass man nichts weiß. So bleiben viele, wie ich damals, irgendwo stehen und meinen dann eben genügend zu wissen, um zu wissen, dass es Gott nicht gibt. Kann viel geistige Arbeit sein. Wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen sage, wir müssen beten, dringend müssen beten, sagen leider die meisten, hört doch auf, hat doch keinen Sinn. Ich frage dann, ja, habt ihr gebetet? Nein. Ja, warum denn nicht? Weil es keinen Sinn hat. Schöner Zirkelschluss, nicht wahr? Wenn einer so argumentiert, lernt aber nicht beten und zuckt die Achseln über jene, die beten, lächelt über sie, fühlt sich überlegen, das ist natürlich viel einfacher, als möglicherweise die schwere geistige Arbeit auf sich zu nehmen, beten zu lernen, wenn man es nicht kann. Gleich der jenem, der geht nach Frankreich, lernt aber nicht Französisch und kommt nach 14 Tagen zurück und sagt, es hat keinen Sinn, mit den Franzosen kann man nicht reden. Nun, ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss zeigen, wie fest Sie für die Wissenschaftler, die keinen Vater im Himmel haben wollen und von Selbstorganisation der Materie reden, bis hinauf zu diesem Professor, der das sagt, wie fest Sie für die beten müssen, möchte ich Ihnen zeigen. Mit einem Sprachenvergleich. Es kann eben viel geistige Arbeit sein, für einen Intelligenten beten zu lernen. Nicht für alle. Gibt auch jene mit dem direkten Weg durchs Herz. Aber wo sind die heute? Von jenen hat der Herr ja gesagt, es ist im 11. Kapitel bei Matthäus. Ich preise dich, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du dies den Klugen und Weisen verborgen und den Unmündigen geoffenbart hast. Eben unmündig heißt eben jene mit dem einfachen Herzen. Nicht alle haben so viel geistige Arbeit, aber die Wissenschaftler, weil sie so intelligent sind. Und weil ich nun eigentlich diesen Vortrag ja deshalb halte, damit sie für die Wissenschaftler beten, damit sie beten. Das, was man für mich gemacht hat. Ich lese Ihnen jetzt auf Deutsch einen Text, da werden Sie aber bloß die Wörter verstehen, aber das Wort nicht. Die Sprache nicht, Sprache ist eben viel mehr als eine Summe von Wörtern. Kommt aus meinem Fach, das geht nicht lange, Sie müssen sich aber das jetzt einmal anhören. Es ist Quantenmechanik. Man gehe aus von der Hamilton-Jakobischen Differentialgleichung und suche durch eine beliebige Transformation solche Variable, dass die Gleichung durch Separation der Variablen gelöst werden kann. Das heißt, dass h gleich Integral von pH als Funktion von qH, Alpha i bis Alpha x nach dq, führt man diese Integration über den ganzen Variabilitätsbereich von q aus, so wird. Das ist ja interessant, nicht wahr? Kann ich weiterlesen, bis Sie alle davon gelaufen sind? Wenn Sie mich fragen, was Sie tun müssten, um den Text auch zu verstehen, die Wörter haben Sie verstanden, aber den Text nicht, den Sinn nicht, die Sprache nicht. Je nach Begabung, 3 bis 5 Jahre Physikstudium, hängt von der Begabung ab, gibt heute Tausende, die lesen das wie die Bildzeitung oder irgend so etwas, weil sie das gelernt haben. Ich spreche Ihnen jetzt einen Text, der ist für Dutzende Millionen nur Deutschsprechende und viele Naturwissenschaftler. Ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik für einen Nichtphysiker, weil sie die zu Gott hingewendete Sprache nicht gelernt haben. Und der Text heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dutzende von Millionen fragen, was soll das heißen? Keine Ahnung, Vater unser, der du bist im Himmel, keine Ahnung.
weil sie die zu Gott hingewendete Sprache nicht gelernt haben. Und wenn einer intelligent ist, kann es sein, dass es so viel geistige Arbeit kostet, wie er vielleicht aufwenden muss, um diese Quantenmechanik zu verstehen. Sie sehen, wie fest für sie für die Wissenschaftler beten müssen, damit sie beten. Natürlich nicht nur für die Wissenschaftler, aber es geht jetzt bei diesem Vortrag um die Wissenschaftler, die eben mit ihrer wertfreien Wissenschaft so großen Schaden angerichtet haben. Es geht jetzt eben darum, dass wir für Wissenschaftler beten, die nicht eine wertfreie Wissenschaft betreiben, sondern eine Wissenschaft mit, in und für Gott. Wenn die Wissenschaftler das nicht schaffen, wird diese Wissenschaft, die sie jetzt betreiben, wird uns noch schwerer bedrohen als jetzt schon. Wir brauchen dringend betende Wissenschaftler, die vom Heiligen Geist erleuchtet werden und eine Wissenschaft für, in, mit, durch Gott betreiben und nicht wertfrei. Ich weiß, dass ich Ihnen vieles gesagt habe, das neu ungewohnt ist. Ader Heckenberger hatte, glaube ich, von meinen Büchern hier, finden Sie mehr drin, wenn Sie das interessiert. Bin auch gerne bereit, Ihnen ein Zeichen der Erinnerung hineinzuschreiben, als Memento für das Beten, damit Sie jedes Mal, wenn Sie das Zeichen sehen, an diesen Vortrag denken, wo ich Ihnen ja gesagt habe, Sie müssen für die Wissenschaftler beten, damit sie beten. Es ist das Herz Jesu Signet, Herz mit dem Kreuz. Aber in dem speziellen Fall meine ich, das Signet, das auch Nils Stensen verwendet hat, der große Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts. Nils Stensen wurde vor einigen Jahren selig gesprochen, war weltberühmt. Ein Gesetz der Kristallographie heißt es nach ihm benannt, das Stensensche Winkelgesetz und ein Teil ihres Körpers auch. Der Ohrenspeicheldrüsenkanal heißt Ductus Stenonianus. Ich sage Ihnen das ja nicht als Pfarrer, der hat es auch viel schwerer, weil man von ihm ja sagt, er müsse das sagen. Er sei da, muss das sagen. Aber wir müssen es eigentlich alle, wir müssen das Evangelium verkünden durch unser Leben. Der heilige Paulus sagt ja, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Es gilt für jeden Christen. Durch sein Leben, durch die gelebte christliche Liebe, sollen wir das Evangelium verkünden. Ich sage es Ihnen als Naturwissenschaftler, als harter Naturwissenschaftler, wenn Sie wollen, knallhart, nicht heute. Oder wenn das noch nicht reicht, urknallhart. Denn die Welt hat ja mit einem Urknall angefangen, das heißt es heute, nicht? Big Bang auf Amerikanisch. Ja, das ist nichts Neues, das steht schon in der Heiligen Schrift. In der Heiligen Schrift heißt es in der Genesis gleich zu Beginn, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Das hat zünftig geknallt, meine Damen und Herren. Das war eine ungeheure Elementarteilchen-Explosion. Aber wer hat geknallt? Ist das die Frage? Wer hat denn geknallt? Aber es heißt eben in der Heiligen Schrift nicht, und Gott knallte, es heißt, und Gott sprach. Aber heute muss es knallen, damit es ankommt. Nicht? Ich sage es Ihnen deshalb. Als knallharter Naturwissenschaftler, beten Sie für jene, die nicht beten, damit sie beten. Besonders für die Wissenschaftler, die meinen, wertfrei forschen zu können. Eben ohne Gott forschen zu können, wenn die das meinen, kommt so heraus, wie es herausgekommen ist. Der Herr hat uns auch gewarnt, der hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ausgerechnet da, wo es so gefährlich wird, wie bei einer Naturforschung in einer gefallenen Schöpfung, wo der Herr dieser Welt flüstern darf inspirieren, wollten wir ohne ihn. Ich möchte nun den Vortrag so beenden, wie einst mal die Vorlesungen beendet wurden, als die Universitäten noch Städten der Bildung gewesen sind, sind heute bloß noch Ausbildungsanstalten. Es gibt eben ohne Gott keine Bildung, Ausbildung in Spezialgebieten, ja. Aber damals, als sie noch Städten der Bildung gewesen sind, begannen die Vorlesungen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damals haben die Vorlesungen geendet und es ist mein Kinderglaube als
Professor an der Universität Basel, dass es wieder so sein wird, wenn Sie genügend beten. Nicht von heute auf morgen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, auch das. Damals haben die Vorlesungen geendet mit Gelobt sei Jesus Christus, und die Studenten haben geantwortet, in Ewigkeit. Amen. Wie sähe jetzt zum Beispiel das Ergebnis eines Wissenschaftlers aus, der an Gott glaubt? Stellen wir vielleicht mal einen atheistischen Wissenschaftler auf demselben Gebiet und einen christlichen dar. Da kämen die zu ganz verschiedenen materiellen Unterschieden. Oder wie sähe das da aus? Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, und die wird immer wieder aufgeworfen. Wie sähe die Physik, die Chemie aus, wenn ebenso intensiv gebetet worden wäre wie gearbeitet? Wenn also die Regel des heiligen Benedikt angewendet worden wäre, ora et labora, auch im Laboratorium, wurde nicht gemacht. Viele Wissenschaftler waren vielleicht religiös, ein bisschen religiös, aber ora et labora, nichts im Laboratorium. Zum Beispiel gibt es einen englischen Wissenschaftler, das ist der Faraday, Michael Faraday. Der hat ganz bewusst getrennt, da das Laboratorium und hier das Oratorium, Gebetsraum. Wenn er das Laboratorium betreten hat, hat er nicht gebetet. Wenn er im Gebetsraum war, hat er gebetet, aber keine Wissenschaft betrieben. Trennung zwischen Beten und Arbeiten geht eben nicht. Der Herr hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ausgerechnet dort, wo es so gefährlich ist wie in der Forschung, in einer Schöpfung, die gefallen ist, wo eben, habe schon gesagt, der Teufel inspirieren darf, wollten wir ohne ihn wertfrei. Nur, um es ganz kurz zu umreißen, wie eine Chemie und Physik auch sein könnte, wenn Gott an der ersten Stelle steht, wenn Gott gefragt wird im Gebet, darf ich das tun, soll ich das tun? Wie wird es dann aussehen? Etwas ist selbstverständlich. Zu meinen, die Gesetze der Chemie und Physik, die wir jetzt kennen, die seien gemacht worden von den Menschen, die sind selbstverständlich in der Schöpfung drin, sind Geschöpfe Gottes, aber es ist zu bedenken, dass der Luzifer und seine ganze gefallene Schar auch Geschöpfe Gottes sind. Wenn wir beten bei der Forschung, dann wird der Heilige Geist uns die Gesetze des Lebens inspirieren. Und die Gesetze des Lebens verwenden die Gesetze der Chemie und Physik zur Existenz der Lebewesen. Physikalisch-chemische Prozesse sind notwendig für das Leben, aber nicht hinreichend. Ausschließlich physikalisch-chemische Gesetze ergeben nie Leben. Frage: Was für eine Maschine kann gebaut werden? Antwort: Jede Maschine, die den Gesetzen der Chemie und Physik nicht widerspricht, kann gebaut werden, die läuft. Wenn die Maschine den Gesetzen des Lebens widerspricht, macht das nichts, sie läuft trotzdem. Und das sind unsere Maschinen. Widersprechen alle den Gesetzen des Lebens, weil sie bloß auf den Gesetzen der Chemie und Physik beruhen. Wir haben 300, wenn nicht bald 400 Jahre lang ohne Gebet geforscht und damit bloß die Gesetze des Toten erkannt. Das Leben ist aber stärker als der Tod. Der Heilige Geist wird uns die Gesetze des Lebens inspirieren, sodass wir die Gesetze der Chemie und Physik, wie es die Lebewesen ja auch tun, verwenden, um eine Technik zu entwickeln, die das Leben fördert und nicht bedroht. Es würde eine andere Chemie und eine andere Physik sein, wenn die Gesetze des Lebens mit einbezogen werden, beziehungsweise an die erste Stelle gesetzt werden, würden wir zuerst fragen,
Wie verhält sich das zum Lebendigen? Und wenn eingesehen würde, es bedroht das Leben, würde man davon Abstand nehmen. Es gäbe eine andere Chemie, eine andere Physik, was nicht heißt, dass das Periodensystem der Elemente ein anderes wäre, selbstverständlich nicht, dass die elektrodynamischen Gesetze eine andere wäre. Ganz sicher nicht. Wo ich uns daran zweifle, ist, dass wir mit einem Gebet im Laboratorium Geheimnisse, die die Barmherzigkeit Gottes in der gefallenen Schöpfung verhüllt hat, nicht entdeckt hätten. Es gibt ja noch viele andere Geheimnisse, die wir auch nicht entdeckt haben, eben zum Beispiel die Geheimnisse des Lebens. Haben wir keine Ahnung, wir wissen nicht, was Leben ist. Wir wissen bloß, wie Leben ist, eben die Gesetze der Chemie und Physik, die notwendig sind für das Leben, kennen wir einige davon. Aber vieles ist verborgen. Und es gibt eben manches in der gefallenen Schöpfung, das böse ist, weil der Böse mitwirken darf. Und die Barmherzigkeit Gottes es verhüllt hat bis vor einiger Zeit. Aber er respektiert ja die Freiheit voll und ganz, er wird die Freiheit des Menschen nie antasten, weil Liebe und Freiheit untrennbar sind. Denn wenn er uns die Freiheit nimmt, würde er uns die Fähigkeit zu lieben nehmen. Kann niemand gezwungen werden zu lieben. Liebe und Freiheit sind untrennbar. Das ist auch die Antwort auf die Frage der Theodizee, heißt ja immer wieder, wie kann Gott das zulassen? Wir müssen fragen, wie können wir es zulassen, so böse zu sein? Er kann uns ja nicht zwingen, seine Gebote zu befolgen, weil er uns sonst die Freiheit nehmen würde. Liebe und Freiheit sind so untrennbar wie die Runde des Kreises. Gott kann den Kreis nicht viereckig machen. Liebe und Freiheit sind untrennbar. Er hätte vom Kreuz steigen können, wäre in seiner Allmacht gelegen. Er hat es nicht getan, als Liebe zu uns nicht, weil er uns ja erlösen wollte. Was er aber nicht gekonnt hätte am Kreuz, ist, jene, die unten standen und von ihm das forderten, wenn du Gottes Sohn bist, steige vom Kreuz, zwingen ihn, die Liebe, die er mit ausgebreiteten Armen ihnen entgegenbrachte, zurückzugeben. Das konnte er nicht. Liebe und Freiheit sind untrennbar. Gott respektiert die Freiheit bedingungslos, weil er uns sonst die Fähigkeit zu lieben nehmen würde. Und er hat vieles in dieser gefallenen Schöpfung verborgen. Und etwas, das vermutlich nicht entdeckt worden wäre, das ist mein persönlicher Glaube, aber also schon Glaube als Professor für physikalische Chemie, der 20 Jahre lang auf dem Gebiet der Atomenergieforschung gearbeitet hat. Wir hätten die Radioaktivität nicht entdeckt. Das ist meine persönliche Ansicht. Die wäre verborgen geblieben und damit die ganze Atombombe und alle die Gefahren, die aus der künstlichen Radioaktivität hervorgehen, hätten wir nicht entdeckt. Dafür die Gesetze des Lebens, von denen wir jetzt keine Ahnung haben. Keine Ahnung. Was wissen wir über das Mausige der Maus, über das Rosige der Rose, wie die heilige Hildegard von Bingen in ihren Visionen vieles gesagt hat? Dass es eben nicht bedeutungslos ist, dass eine Maus gerade aussieht wie eine Maus, eine Rose wie eine Rose und so weiter. Und dass Wasser eben nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, wie die heutige Wissenschaft behauptet. Das ist auch ein Irrtum, ein erkenntnistheoretischer. Jeder Gymnasiast muss auf die Frage, aus was besteht Wasser, sagen, aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist schon falsch. Das Wasser besteht aus Wasser. Und es entsteht Wasserstoff und Sauerstoff, wenn wir es mit chemischen Methoden behandeln, entsteht. Aber das Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das sind erkenntnistheoretische Kurzschlüsse der modernen Naturwissenschaft. Und was ist daraus entstanden? Das Wasser haben wir zerstört. Sie können jetzt da beim Weltgipfel in Rio de Janeiro hören, dass das Wasser uns bald ausgeht. Die Luft übrigens auch. Das Erdöl wird nicht ausgehen. Die Luft zuerst, können Sie sicher sein, nicht? Das ist das große Problem. Es wäre manches verborgen geblieben, was Gott in seiner Barmherzigkeit verhüllt hat. Aber wenn wir nicht beten, inspiriert eben nicht der Heilige Geist, sondern die Inspiration kommt von unten. Das ist das große Problem. Es ist das mein Glaube als Naturwissenschaftler, was die Forschung
anbelangt. Nicht, dass diese Gesetze alle nicht da sind, aber wir hätten eine andere Chemie und hätten eine andere Physik. Wir hätten eine Chemie und Physik, die das Leben fördert und nicht bedroht, wo die Gesetze des Lebens in erster Stelle berücksichtigt werden und dann Chemie und Physik. Jetzt kommt zuerst Chemie und Physik und dann wird noch mit Umwelttechnik womöglich irgendetwas gebastelt, dass das Leben, wenn nicht gerade sofort tot ist, nur langsam stirbt. Nicht? Wenn wir nicht zuerst die Gesetze des Lebens berücksichtigen und zuerst fragen, dürfen wir das tun oder nicht, und das können wir nur im Gebet erfahren. Aber wer hat davon heute noch eine Ahnung, dass man im Gebet hören kann, was man tun soll oder nicht? Wird ja immer behauptet, man verliere Zeit mit dem Beten. Ich kann Ihnen nur etwas versichern. Sie gewinnen Zeit mit dem Beten. Das beweisen viele Heilige und auch solche, die weniger heilig sind. Und ich zum Beispiel beweise es nämlich auch, gar nicht heilig. Man gewinnt Zeit mit dem Beten, weil einem im Gebet gesagt wird, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und wenn wir nicht beten, tun wir selber, was wir wollen, ganz sicher das Verkehrte. Dann wird pressiert, um das Verkehrte zu korrigieren und es wird dann verschlimmbessert, noch etwas Verkehrtes und das geht weiter bis zum Schluss. Es gibt eine einzige Pressiererei, weil der Materialist, der Boden, auf dem er steht, immer selber machen muss. Ich muss immer alles selber machen und das ist fürs Herz schon nicht gesund, gibt Herzinfarkte und solche Dinge nicht gut. Wenn wir beten, wird uns gesagt, was wir tun sollen, aber es braucht Zeit, es braucht natürlich Zeit, der Heilige Geist braucht Zeit. Das heißt, er lässt sich Zeit, nicht, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Er ist eben nicht ein Computer, auf den man drücken kann und sofort kommt auf dem Leuchtschirm, was man verlangt hat. Braucht Zeit, der Heilige Geist braucht Zeit. Man muss ihm die Zeit lassen. Ich wurde einmal in Österreich bei einem Gymnasium, hatte ich einen Vortrag, ähnlich wie diesen, ging um Glaube und Wissenschaft. Dann hat im Gespräch hat sich ein Jüngling gemeldet, das waren etwa so 16, 17, 18-Jährige, die höheren Klassen, waren etwa 300 junge Menschen, Mädchen und Buben. Dieser schlachsige Jüngling hat dann also auf Burgenländisch, war im Burgenland in Österreich, gegen Ungarn hingelegen, hatte über der Lippe etwas, man wusste noch nicht sicher, gibt's Federn oder Haare, aber es war fast ein Schnäuzchen, nicht wahr? Hat dann gesagt, ja, Herr Professor, was wollen Sie denn mit solchen was wollen Sie damit, was wollen Sie überhaupt da? Ja, schauen Sie, das ist das Gericht. Da steht man vor diesen 300 jungen Menschen vor Gericht. Wenn man dann beginnt zurückzuschießen und womöglich noch beleidigt ist, nicht? Luxus des Beleidigtseins noch nicht abgelegt hat, kann es verkehrt sein. Deshalb muss man die Mathematik anwenden in solchen Fällen. Bis auf 10 mindestens zählen. Mindestens bis auf 10. Wenn es schwierige Fälle sind, höhere Mathematik, 30, 40 zählen. Und ich habe es gemacht. Und die Antwort ist ein Beweis dafür, dass nicht ich diese Antwort gefunden habe, sondern dass der Heilige Geist es mir gesagt hat, denn der Herr hat auch gesagt, wenn ihr vor Gericht steht, braucht ihr euch nicht zu besinnen, was ihr sagen sollt, es wird euch gesagt werden. Und ich habe dem Jungen geantwortet, ich halte diese Vorträge, weil ich mit euch in den Himmel kommen möchte. Und den habe ich auch jetzt hier deshalb gehalten, aus keinem anderen Grund. Nicht? Ich möchte mit euch in den Himmel kommen. Und weil sowieso einige unter Ihnen sind, die wahrscheinlich zuerst dort sind, bin ich dann ganz froh, wenn ich dann nachgezogen werde. Ich habe gedacht, es wäre gegrinst. Kein einziges Grinsen. Aber einige sind nachher gekommen und haben mich gefragt, was man tun müsse, um in den Himmel zu kommen, im katholischen Österreich. Also ich möchte behaupten, die Physik wäre eine andere, die Chemie wäre eine andere, durch eine Wissenschaft des Ora et Labora. Ich weiß, dass ich damit die meisten Wissenschaftler und was noch schwierig ist und viele katholische Theologen gegen mich habe, das weiß ich schon, bin ich mir bewusst. Wem darf ich das Wort weitergeben, bitte?
Ja, bitte sehr. Herr Professor, Sie haben vorhin gesagt, dass ja eine bestimmte Art von Evolution wohl nicht ganz auszuschalten ist. Nun ist das darwinische Modell des Evolutionismus ja gekennzeichnet, einerseits durch die Annahme des Zufalls im Rahmen der zufälligen strengen Mutationen und dadurch Survival of the fittest, natürliche Selektion des Stärkeren. Es gibt ja Versuche in der neueren Philosophie und Theologie, ich denke vor allem an einen Mann namens Hengstenberg, dieses System mit dem katholischen Glauben in eine gewisse Beziehung zu bringen, unter Ausschalten des Zufalls, also der Zufall durch Gott ersetzt würde. Und als Pius XII., den Sie vorhin auch zitiert haben in einem etwas anderen Zusammenhang, in der Enzyklika Humani Generis von 1950 ja darauf hingewiesen, dass für den katholischen Glauben konstitutiv die Annahme der Monogenese ist. Das heißt also, dass schon ein Urmensch, ein Urpaar irgendwo gestanden haben muss, weil ohne diese Annahme, die aus der Heiligen Schrift ganz deutlich hervorgeht, aus der Genesis, ja die Erbsündenlehre auch nicht mehr in sich stimmig wäre. Das war sicherlich eine Reaktion auf Thesen, die von dem genannten Begriff schon lernt, der ja eine Polygenese noch als möglich angesehen hatte. Glauben Sie, dass mit einem abgewandelten darwinischen System man dem katholischen Glauben da gerecht werden könnte? Oder müsste man eventuell andere Formen suchen? Ich habe mal vor einiger Zeit ein Biologiebuch in der Hand gehabt, herausgegeben, wenn ich mich recht entsinne, von Juncker und Scherer, das einen programmatischen Titel führte, nämlich nicht mehr Entstehung der Arten, sondern Entstehung der Lebewesen. Man nahm dort auch ein gewisses Maß an Evolution, an Entwicklung durchaus an, aber dass von vornherein eben ein Mensch gegeben war und dann von vornherein eine bestimmte Art eines Pferdes, meinetwegen, wo es dann innerhalb also dieser Arten wohl eine gewisse Entwicklung gab, aber nicht ein höher werden. Das Hauptproblem ist ja, glaube ich, vom Biologischen auch her gesehen, dass man einfach durch springende Mutation bisher niemals eine Verbesserung hat nachweisen können, also einen Weg aufwärts. Das ist ja, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit im Modell. Glauben Sie, dass dieses Modell von Juncker-Scherer da geeignet ist, oder gibt es vielleicht andere Erklärungsmöglichkeiten? Das Buch, das Sie eben nannten, Reinhard Juncker und Siegfried Scherer, heißen sie Entstehung und Geschichte der Lebewesen, heißt es. Ist bei Weyl Lehrmittelverlag in Gießen herausgekommen. Das kann ich nur empfehlen. Natürlich, wenn theologische Fragen auftauchen, dann wird die Biologie sekundär. Aber sicher ist es lobenswert von den beiden Autoren in diesem Wirrwarr von darwinistisch selbstorganisationsverseuchten Biologiebüchern, die es gibt, das Werk geschaffen zu haben. Man kann doch dann etwas entgegenhalten. Die Monogenese des Menschen, eben dass der Mensch von einem Urpaar hervorgegangen ist, ist selbstverständlich eine Glaubensfrage. Also von biologischer Beweisbarkeit kann ja da keine Rede sein. Aber den zitierten Hans-Eduard Hengstenberg, der hat doch etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt in Hinsicht auf die Evolution, das ich jetzt doch zum Ausdruck bringen möchte. Übrigens in einem Buch, das heißt, ich glaube, es heißt Geist und Materie, zur Kritik d'ailleurs de Chartens, heißt es, glaube ich. Es ist also in Hinsicht auf d'ailleurs de Chartens geschrieben. Und dort drin schreibt er, man müsse unterscheiden zwischen einer transformistischen, kausalen Evolutionstheorie und von einer nicht transformistischen, akausalen Evolutionstheorie. Und da muss ich Ihnen jetzt sagen, was er damit meint. Der Darwinismus und alle daraus abgeleiteten Ideologien sind eigentlich transformistisch kausal. Und was meint er damit? Er meint, dass die Arten sich transformiert haben, nicht, dass eben der Knorpelfisch ein Knochenfisch geworden ist, dass er ein Amphibium geworden ist, das also sowohl im Wasser als auch auf dem Land leben kann, und aus dem Amphibium ein Reptil, aus dem Reptil auf einer Seitenlinie ein Vogel, der Archaeopteryx, und so weiter.
dass ich das transformiert habe. Und dass die vorausgegangene Form die Causa der nächsten sei. Deshalb kausal. Also dass das Reptil, dass der Fisch eine Causa sei, also eine Ursache sei für das Reptil und das Reptil die Ursache sei, zum Beispiel für den Vogel und so weiter. Und das zwingt eigentlich Gott. Ja, man müsste sagen, es wäre Gott nicht möglich gewesen, ohne den Fisch das Amphibium zu machen, ohne das Amphibium das Reptil zu machen. Es presst eigentlich Gott, auch wenn man ihn noch zulässt, als wirkende Kraft, presst wird Gott in dieses System hineingepresst, das wir uns ja vorstellen. Das wäre diese Theorie, die er nennt, die transformistisch-kausale Evolutionstheorie. Und die darwinistische und viele eben darwinistisch geprägte sind transformistisch-kausal. Jetzt sagt er, gibt es aber auch eine Betrachtung, die ist nicht transformistisch, auch kausal. Und das wäre dann die Schöpfungsbetrachtung, dass eben der Fisch nicht die Vorstufe gewesen sein muss zum Amphibium, sondern dass Gott das vollständig frei geschaffen hat und dass das Amphibium nicht die Vorstufe gewesen ist zum Reptil und so weiter, das Reptil nicht zum Vogel und so weiter. Also nicht transformistisch, hat sich nichts transformiert, sondern hat ein Schöpfungsakt stattgefunden. Und eigentlich zeigt die Paläontologie, dass das der Fall gewesen ist, weil die sogenannten Übergangsglieder fehlen. Sie werden Missing Links genannt. Fehlende Verbindungen fehlen. Denn wenn es so gewesen wäre, wie gewisse Darwinisten behaupten, dann müsste es viel mehr fehlgegangene Veränderungen gegeben haben, als solche, die dann lebensfähig gewesen sind. Aber es wird kein einziges Fossil gefunden, das irgendwie nicht lebensfähig gewesen wäre. Es waren alle lebensfähig. Aber wenn es eben nach Zufall und Notwendigkeit zugegangen wäre, müsste man viel mehr misslungene Links, man könnte sagen misslungene Geschöpfe, müsste man finden, und die findet man nicht. Diese Missing Links fehlen, so dass eben der Gedanke, wie er ja in der einfachen Sprache der Heiligen Schrift und aber eben einfachen, aber so knappen einfachen Sprache zum Ausdruck gebracht wird, dass Schöpfungsakte stattgefunden haben, die übrigens im Großen und Ganzen den paläontologischen Funden ja entsprechen, denn am Anfang war die Materie und dann die einfacheren Tiere, dann am Schluss die Wirbeltiere und ganz am Schluss der Mensch entspricht ja eigentlich der paläontologischen Forschung, allerdings in dieser einfachen Sprache der Heiligen Schrift, die eben alle verstehen können. Diese nicht kausale, atransformistische Evolutionsbetrachtung fordert Schöpfungsakte, und wenn man nun nicht mit Gewalt den Schöpfer nicht haben will, liegt es eigentlich auf der Hand, dass es Schöpfungsakte sind, allerdings für uns unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, wie ein Lebewesen erschaffen wird. Aber schauen Sie, es ist auch unvorstellbar, wie ein einziges Wasserstoffatom als nichts erschaffen wird. Ist auch unvorstellbar. Können wir uns auch nicht vorstellen, dass ein Wasserstoffatom, also das einfachste Atom, das es gibt, als nichts erschaffen wird, können wir uns auch nicht vorstellen. Aber noch viel unvorstellbarer ist die Schaffung der Lebewesen. Hengstenberg weist auch auf etwas Wichtiges hin, das zu vielen Irrtümern geführt hat. Nämlich, dass man nicht meinen muss, Realzusammenhänge seien immer Kausalzusammenhänge. Die Darwinisten meinen, Realzusammenhänge müssen immer Kausalzusammenhänge sein. Dass also, wenn ein Zusammenhang besteht zwischen zwei Dingen, dann muss das eine die Ursache des anderen sein. Oder muss in einer Causa, in einer Abhängigkeit stehen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Zum Beispiel besteht zwischen der Sonne und dem Blattgrün ein Realzusammenhang.
Eben die Photosynthese ist erforderlich, dieses wunderbare Grün, das eben die Photosynthese ermöglicht, steht in einem Realzusammenhang zum Sonnenlicht. Aber die Sonne ist nicht die Ursache des Blattgrüns, nicht? Also der Zusammenhang zwischen dem Blattgrün und der Sonne ist wohl ein Realzusammenhang, aber kein Kausalzusammenhang. Und viele Evolutionisten verwechseln das übrigens auch der Dayate Chardin, war alles andere als ein scharfer Denker, nicht? Also muss man schon sagen, deshalb ist er wahrscheinlich so gut angekommen, nicht? Natürlich, wenn ein Philosophiebuch scharfes Denken fordert, dann wird es kein Bestseller. Das kann man garantiert sicher sein. Die Bestseller, die da existieren, kommen deshalb so gut an, weil scharfes Denken nicht unbedingt erforderlich ist. Und dann alle die vielen, die es kaufen, sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass die Welt so einfach ist. Sie sagten, dass der Mensch von Anfang an Mensch ist, durch den Säuglingsakt, und dass ein Biologe das biologisch bewiesen hätte. Ja. Ist es im Grunde genommen nicht hier eine reine Glaubenssache, dass der Mensch von Anfang an Mensch ist? Was die Glaubenssache anbelangt, oder man könnte auch sagen, den Bereich, der noch zur Erkenntnistheorie gehört, dass nicht eine, irgendwo zwischen Zeugung und Geburt, nicht eine Grenze gedacht werden kann, wo man sagen kann, aus diesen und diesen Gründen ist es der Mensch. Kann man beliebig verschieben, wird auch gemacht, nicht von den Befürwortern der Fristenlösung oder und so weiter, wird beliebig verschoben. Es geht also aus philosophischen Gründen geht das nicht. Entweder ist er von Anfang an Mensch oder ist es eben nicht. Gibt keine andere Möglichkeit. Glaubensfrage ist die Lehre der Kirche. Die Lehre der katholischen Kirche sagt, der Mensch entsteht bei der Zeugung. Bei der Zeugung schafft Gott die Seele, die dann von dem Körper, der da wird im Mutterschoß, getragen wird und sinnlich wahrnehmbar die Geistseele des Menschen durch die Sprache letztlich sinnlich wahrnehmbar macht. Das ist ja die Sprache, die den Geist sinnlich wahrnehmbar macht. Der Körper ist Instrument des Geistes, Instrument, der den Geist sinnlich wahrnehmbar macht, hörbar macht, sichtbar macht. Das andere, die reine Biologie, beginnt heute bei der Molekularbiologie und da ist ganz eindeutig festgelegt, dass die Sequenz der Desoxyribonukleinsäure, wie dieses Molekül heißt, dass die genetische Information enthält, eindeutig die Sequenz des menschlichen Genoms ist. Ganz eindeutig. Also die Desoxyribonukleinsäurefolge in der befruchteten Eizelle, also in der sogenannten Zygote, befruchtete Eizelle, ist die Sequenz eines Menschen, also das Erbgut eines Menschen, das dann in jeder Zelle drin zu finden ist. Nicht nur in der Eizelle, die teilt sich ja, und in jede somatische Zelle wird das übertragen. Jetzt aber weiter. Der Erich Blechschmidt, der Göttinger Anatom, hat sich nun die Mühe genommen, die vorgeburtlichen Gestalten des Menschen zu erforschen. Und was sein Werk sehr erschwert hat, ist, dass unter keinen Umständen eben menschliche Embryonen oder Föten verwendet hat, die durch Abtreibung entstanden sind. Hat immer natürliche Aborti verwendet. Gibt ja bei jeder Befruchtung eben Fälle, wo das Kind eben den Mutterschoß verlässt, bevor es geboren werden kann, bevor es zur Geburt ausgewachsen ist. Da gibt es dann auch sehr oft die zynische Frage von Abtreibungsbefürwortern, ja, was ist jetzt mit diesen Seelen? Das wissen wir nicht. Das ist ein Geheimnis, wissen wir nicht. Was ist mit diesen Seelen? Oder das heißt, als Begründung für die Abtreibung, es gibt ja auch natürliche Abgänge. Ja, das ist dann der Wille Gottes und nicht unser Wille. Wenn das Kind natürlich abgeht, ist es der Wille Gottes und nicht unser Wille. Da ist doch streng dazwischen zu unterscheiden, das wird aber dann eben auch vermischt. Ja, was geschieht mit diesen? Ja, ich meine, es wäre ja traurig,
wenn es hier auf der Erde keine Kinder gäbe, wenn wir so weitermachen, sind wir bald so, als es keine Kinder mehr gibt. Das wäre eine traurige Welt, nicht? Alle möglichen Kinder von allen Altern. Ja, soll denn das im Himmel nicht auch so sein? Soll es denn im Himmel nicht auch Kinder geben? Natürlich verklärt und ganz anders in der Ausdruck, im Ausdruck, so dass wir es uns ja gar nicht vorstellen können. Es heißt ja, kein Ohr hat gehört und kein Auge hat gesehen, was Gott jenen bereitet hat, die ihn lieben. Also das ist eigentlich eine dumme Frage, nicht, wenn sie so zynisch gestellt wird. Aber jetzt Erich Blechschmidt. Also von ganz frühen Stadien bis kurz vor der Geburt hat er die Gestalt, die vorgeburtlichen Gestalten erforscht. Und zwar mit den allerfeinsten Methoden. Sie können sich das anschauen in der Dokumentationssammlung Blechschmidt im Anatomischen Institut in Göttingen. Und es gibt auch ein allgemeinverständliches Büchlein, auch beim Christiana Verlag. Wie heißt der Titel, weißt du? Wie beginnt das menschliche Leben? Sehr zu empfehlen, und es gibt aber auch ein ausführliches Werk für Embryologen, ein großes, dickes Buch, wo seine Arbeit dargestellt wird. Und da sehen wir ganz deutlich, diese äußeren Formen des Embryos unterscheiden sich von allen anderen Embryonen. Und es ist nicht so, wie Ernst Haeckel behauptet hat, dass im Mutterschoß eben die Phylogenese sich wiederholen würde. Also die Stammesgeschichte würde sich in der Ontogenese wiederholen. Bei weitem nicht der Fall, obwohl es immer noch in den Schulbüchern steht. Ist einfach nicht wahr. Ist längstens wissenschaftlich widerlegt durch Erich Blechschmidt. Und diese Dokumentationssammlung kann jeder einsehen. Also schon rein äußerlich sieht man, es ist nicht ein Tier, sondern es ist die Gestalt eines Menschen von Anfang an. Und letztlich erkennen wir ja, wenn jemand zur Tür hineinkommt, dass es ein Mensch ist an der Gestalt. Ganz deutlich, sehen wir, es ist kein Esel, sondern es ist ein Mensch. An der Gestalt erkennen wir das. Und so ist es auch vorgeburtlich, nur braucht es dort das Auge und die Kenntnis des Fachmanns, um das sehen zu können. Es ist ein Mensch. Kann nicht jeder sehen, es braucht dann die Kenntnisse des Fachmanns, der sieht, dass das, was das Wesen, das da vor ihm ist, ist jetzt ein menschlicher Fötus oder ein menschliches Embryo. Versuchen Sie, Herr Professor, einen jungen Menschen, sagen wir, die Absicht heutzutage hat, Physikstudium. Ja. Kann ich ihm nur anraten. Es geschieht sehr oft, dass bei einem solchen Vortrag ein Student zu mir kommt und sagt, er wäre sehr froh, dass er diesen Vortrag gehört hätte und jetzt würde er sofort aufhören mit dem Physikstudium. Obwohl ich ja während des Vortrages immer wieder gesagt habe, es geht nicht gegen die Wissenschaft, sondern gegen eine Wissenschaft ohne Gott. Die Kritik gilt einer Wissenschaft ohne Gott. Dann sage ich ihm ja gerade verkehrt, nicht? Du sollst dein Physikstudium nach Strich und Faden abschließen, wenn es geht mit einem Doktorexamen, wenn es geht mit einem Diplom, aber auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen. Und wenn nun ein junger Mensch Freude an der Physik hat, ja dann soll er sie doch studieren, aber ora et labora. Er soll sich es ist falsch zu sagen, die Zeit nehmen, es wird ihm nämlich Zeit geschenkt, nicht? Er soll beim Studium beten, er soll den Tag mit einem Gebet beginnen, er soll im Laboratorium, wenn die Arbeit es zulässt, zum Beispiel das Herzensgebet, das hesychastische Gebet der Ostkirche beten, Herr Jesus Christus, erbarme dich mir, armem Sünder, ora et labora, und seine Arbeit Gott weihen. Zu Ehre Gottes Physik studieren. Das ist ebenso wertvoll, wie zu Ehre Gottes Kornfelder bestellen oder zu Ehre Gottes Schuhe zu machen. Auf keinen Fall soll jemand keine Physik studieren, aufgrund jetzt der Tatsache, dass so viel Unheil in die Welt gekommen ist mit einer Physik oder Chemie ohne Gott. Nein, wir brauchen dringend betende Wissenschaftler. Ich glaube, ich habe Ihnen ja deshalb diesen Vergleich zwischen dem Text aus der Quantenmechanik und dem Vater Unser
gemacht, weil wir dringend betende Wissenschaftler brauchen, die helfen, die uns helfen, aus dieser materialistischen Sackgasse hinauszukommen. Das braucht Fachleute. Nicht jemand, der nichts davon versteht, sonst heißt er, das versteht ja nichts davon und was will der da mitreden? Was übrigens die Kollegen dann nicht hindern wird, auch wenn er ein Doktorexamen summa cum laude gemacht hat, dass er dann, wenn er von einem unkontrollierten Wachstum im Bereich gewisser Wissenschaftsbetriebe warnt, dass er dann plötzlich hören muss von seinen Kollegen, dass er nichts mehr davon versteht, nicht? Das kann es geben. Zum Beispiel, nur ein Beispiel. Alexis Carrel, Nobelpreisträger für Medizin, Anfang dieses Jahrhunderts. Geschworener Atheist, hat in Paris gelebt und hat gelacht über die Wunderheilungen in Lourdes. Und er hat eine Patientin, die war kurz vor dem Tod an einer unheilbar erkrankt. Und diese Patientin hat den Wunsch geäußert, nach Lourdes zu fahren, um Heilung zu bitten. Und Alexis Carrel hat gedacht, jetzt kann ich die Gelegenheit gerade verwenden, um einmal den Schwindel mir dort anzuschauen, ist mitgereist. Und diese Patientin wurde von einer Sekunde auf die andere geheilt. Völlig unerklärlich, absolut unerklärlich. Alexis Carrel wurde auch geheilt von seinem Unglauben. Er wurde gläubig. Und was ist geschehen? Die Kollegen in Paris, nicht dem Nobelpreisträger für Medizin, haben gesagt, jetzt hat er irgendeinen seinem Grund da den Verstand verloren. Also das. Er war plötzlich nicht mehr der große Mediziner, Nobelpreisträger, sondern man war sehr zurückhaltend. Also damit ist zu rechnen, da muss man sich keine Gedanken darüber machen. Bei mir ist auch ein solches Wunder passiert. Ich habe ja schon gesagt, ich habe über 10 Jahre lang auf dem Gebiet der Atomenergiegewinnung gearbeitet. Man hat mir den Ruzicka-Preis gegeben für die Gewinnung von schwerem Sauerstoff. Und in dem Moment, wo ich gewarnt habe vor der unkontrollierten, zu schnellen Anwendung der Atomenergie, habe ich nichts mehr davon verstanden. Da konnten Sie meine Kollegen alle fragen, er versteht nichts mehr davon. Das muss doch ein Wunder sein, nicht? Nichts mehr davon verstanden. Also damit muss man dann rechnen, nicht? Das aber sich nicht dann abhalten lassen, für Gott Zeugnis abzulegen. Es ist ja auch so in Lourdes, dieses Ärztekollegium soll ja atheistische Ärzte enthalten. Das, die Weisheit der Kirche verlangt das. Dass atheistische Ärzte dabei sein müssen, damit man nicht sagen kann, sind doch alle katholisch, die müssen ja machen, was der Papst sagt. Nicht? Also, deshalb wird verlangt, also zumindest nicht katholische Ärzte, aber besser, am liebsten hat man Atheisten. Und das ist das Problem. Die Atheisten verlieren immer ihren Glauben. Nicht? Wenn sie das sehen, dann verlieren sie den Glauben, nicht zu glauben und werden gläubig. Also der Atheisten-Nachwuchs in Lourdes ist ein Problem. Es sind viele tausend erwiesene Heilungen geschehen. Etwa 600 bezeugte Heilungen, ungefähr 600 bezeugte, auch von Ärzten bezeugte, von Verwandten, Angehörigen bezeugte Heilungen. Aber nur 64 von der Kirche anerkannte, weil sie so ganz streng geprüft werden. Vom Ärzteteam ganz strengstens geprüft. Also die Kirche ist weise. Sie geht da nicht auf jede Heilung ein, aber es sind sicher tausende von Heilungen, die von der Kirche nicht approbiert sind.